Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den DNLS22 im True Farming 2, 500. Folge. Eine XXL-Spezialfolge. Nur für euch, meine lieben Freunde. Wir hoffen, es gefällt euch. Und ja, in dem Sinne, viel Spaß beim Zusehen. Oh, ich muss langsam auf Klo und ich hab Durst und Hunger. Ja, nicht nur du, ich muss auch mal pinkeln, du. Sieht mir nach einem Restaurant oder so aus. Ich hoffe, das ist ein Restaurant. Oh, Klo! Wo ist das Klo? Ja, ich muss auch ganz dringend. Ich muss auf Klo! Ja, los, servus! Wir müssten mal beide auf Klo. Ich kann's nicht mehr aushalten. Oh. Jetzt geht der weg. Ah, danke, da hinten, okay. Oh, ich gehe hier an den Baum. Oh. Oh. Fertig? Ja, bin fertig. Oh. Oh, wo bist du denn? Oh, wie cool ist das denn? Guck mal. Wo bist du denn? Ja. Ach, da. Guck mal, der schöne See. Sogar die Motorboote haben hier... Was ist denn hier los? Ja, da will er da, glaube ich, ein Motorboot anmachen. Keine Ahnung. Hallo! Schön! Servus! Guten Tag! Hallo! Ach du Scheiße! Du mein was für Privatweg geht! Was? Hey Pech, bist du das? Ja, hallo! Ich bin's Peppi! Wo bist du denn, Peppi? Ja, auf der Brücke vor dir, auf dem Stehen! Ach so! Moin, Peppi! Ja, was geht ab, ey? Nicht viel, aber was machst du hier? Hallo! Hallo! Wir sind hier auf eine Durchreise wegen einer Ausstellung oder sowas. Wo? Weiß ich nicht, in Waldstätten. Ja, in Waldstätten haben wir eine... Wollt ihr jetzt ernsthaft? Ja. Hey, da fahren wir auch hin. Was, ja, echt? Ja, wir wollen da auch hin. Ja, natürlich. Was ist mit Ihnen? Ich freue mich, warum, was los? Nee, nix, alles gut. Wie alt sind Sie? Alt genug? Wieso? Was ist denn das für eine Frage? Ich wollte mal fragen. Das Erste, was man macht. Sag mal, was stimmt mit dir nicht? Und zweitens, wie alt bist du? Ja, also das ist ja ein bisschen nicht so ganz. Sehr sympathisch, auf jeden Fall. Ja, was soll ich sagen? Kommt du mal mit deiner scheiß Bohrmaschine da drüben auf, wenn du dreckiger Typ, ey. Hey, der hat doch gar keine Bohrmaschine. Da, der tut die Handschuhe rumbohren bei dem Scheiß da. Was bekehrt? Wir sollen aufhören! Ach, halt doch die Goschen da. Ist das Kalle? Guido. Kalle? Ist das Kalle? Kalle, bist du das? Ja, wer denn sonst? Ja, lass mal den Schleifer da liegen, komm mal rüber. Mensch, werde ich ja nie fertig. Du wolltest zum Teufel machst du in diesem gottverlassenen Ort von Teich. Ich hab bei einer Zollauktion so ein altes Boot gekauft für 30 Euro. Ja, was lachst du da? Für 30 Euro. Und da läuft schon so Wasser rein, oder was? Ja, da kann man sich ein bisschen Geld sparen. Ja, muss ich halt neu machen. Einmal glatt schleifen und dann kommt da wieder so ein fertiges Ding drauf. So ein Lack. Wie heißt das? Bootslack? Ja, so ein Covercoat oder sowas. Okay. Was nochmal? Ja. Hey, Covercoat. Ich darf für dich die Valerie vorstehen. Guten Tag. Hallo, ich bin die Valerie. Sehr wie alt sind Freunde. Sie denn? Was fragt man eine Frau nicht? Was wollen das an sich so alt aussehen? Nee, das ist ja eine Frage. Merkt ihr das, Baby? Ich brauche neue Falten. Du hörst dich ja nicht so an, als wenn du gerade aus dem Kindergarten entlassen wurdest. Ja, so jung. Was ist denn eigentlich mit deinen Haaren passiert, du Zipfi? Ja, die sind von der Verlobungsfeier abgefallen. Und nicht nachgewachsen, ey. Ja, die Verlobungsfeier, die nicht stattgefunden hat. Ja. Wo ist denn deine Verlobte? Die hat doch stattgefunden. Die hat doch, ja, die war doch. Wo ist denn die Sauferei gewesen und so? Versteht? Ja. Und wo ist die Verlobte? Die habe ich zu Hause gelassen.
Aha. Und jetzt mit der Dijk oder was? Ja, mit der Frau Dijk bin ich hier unterwegs. Ne? Geil, hey. Hübsche Lady. Dann willst du mich verarschen. Wieso? Ist das Gemeindeversammlung oder was? Ist doch der Rosenberg da hinten oder nicht? Oh nee. Oh. Der Rosenberg? Oh. Wie kommt der denn hier her? Du kennst doch aus Wiener, oder? Kann ja nicht wahr sein. Der ist der Hallo! Hallo! Ach du Heiliger! Der Rosenberg, was machst du hier? Frau Dijk? Frau Dijk, tut sie in Sau? Ja, moin! Oh, guck mal, bei dem sind nicht die Haare nachgewachsen. Nee, nur nicht. Bäb, ich bin auch dabei. Was für ein Partnerlook hier, oder was? Hi. Oh. Hä? Kalle? Ja. Sag mal, was ist denn hier los? Ey, ist hier eine Volksversammlung, oder was? Richtig. Das darf ja nicht wahr sein, dass ihr das halbe Dings hier habt. Ihr aber alle am selben Ort hier. Wir wollten hier ein Päuschen machen und wollten hier schön was snacken. Ja, wir auch. Ja, Kalle hat sich hier ein Boot für 30 Euro gekauft. Ey, fühlt ihr? Ja. Der Rosenberg darf ich vorstellen, Valerie von Breitenstein. Ja. Was? Damit deine Freundin. Oswin, Valerie? Hi. Hi. Kennt ihr euch? Hi, Valerie. Was läuft denn hier jetzt? Kennt ihr zwei euch? Weiß ich nicht. Ja. Oh, na, wie geht's dir, Valerie? Scheiße, du hast ja immer noch die langen blonden Haare, Mann. Ja, ich kann mich nicht mal vorstellen. Also, nein, ich meine, natürlich, ich bin jung, das passiert nicht, aber. Oh, ja, ist lange her, oder? Ja, aber Valerie, ganz ehrlich, was machst du denn hier? Ja, die ist mit mir unterwegs. Mit dir, Baby? Ja, wir fahren zu dem Event. Ja. Was, seid ihr auch eingeladen? Ja, werde ich. Nee, warte mal. Ich hatte, also. Wer ist denn das hier? Woher kennst du den Rosenberg? Hol mal raus. Hey. Was jetzt? Spricht man nicht vor einer Dame, ja? Ach, aus wie? Züge deine Zunge. Was soll das ich ist hier? Nicht irgendjemand. That's Valerie. Aha. Na, wie habe ich das gesagt? Sehr schön, Oswin, das war toll. Hm. Ja, Guido. Ja. Da kannst du einpacken. Wobei? Das ist die Valerie Breitenstein, Mann. Ja, ich kenne ihn nicht, keine Ahnung. Ja, das ist nicht irgendeine, das ist eine Berühmtheit, eine Person, ja. Also, macht sie Heimatfilme oder was? Nee. Ja, sie dreht Heimatfilme. Ja, was Heimatfilme. So, aber ey, Valerie. Ja? Aber jetzt mal eine ganz andere Sache. Ja. Aber, war da nicht was? Bist du nicht... Wieso bist du denn mit Beppi unterwegs? Das ist eine sehr lange Geschichte. Aber hat nicht Beppi dich mitgenommen gehabt? Beppi hat dich doch... Ja, hierher. Beppi, hey, willst du mich jetzt... Also jetzt stehe ich wieder auf dem Schlauch, ganz ehrlich mal. Ja, das war ein Missverständnis. Eigentlich wollte er mich romantisch ausführen, aber es war ein Missverständnis damals. Also ich habe sie quasi romantisch entführt. Guck mal, ich auch nichts machen. Sag mal, Guido, hast du Lust, ein bisschen am See entlang zu spazieren? Ach, nee. Wir zwei? Wie jetzt? Ist das ja, klar. Alles und dann müssen wir gleich auch wieder los. Seid ihr, läuft da was? Nee. Aber seid ihr zusammen jetzt? Frau Breitenstein? Und ihr Pech? Nee. Wieso ist die Frau Breitenstein? Ja, aber wer ist denn Breitenstein? Frau Dijk. Entschuldigung, Valerie, wollte ich jetzt hier nicht abwerten. So sprichst du nicht mit der, ja? Dann ist eine Lady mein Mister. So geht das hier nicht. Das ist eine Lady mein Mister. Oh, was macht denn das Geld jetzt los? Muss ich jetzt meinen Handschuh rausholen? Ja. Gibt's hier ein Fechtduell oder wenn, was? Wenn du willst, hau ich auch die Gelder ins Gesicht. Dabei? Ja, tatsächlich. Ja, hol mal deine Degen. Hey, der Karl hat die Degen also dabei. Gibt dir ein bisschen ein Fechtduell machen. Duellierkoffer, weißt du, mit zwei Degen, zwei Pistolen. Also, Karl, du kannst mir sagen, was du willst. Ja. Also, du auf aber so Pink eine... steht ihm. Dir hätte ich jetzt hier eigentlich die 30-Meter-Yacht zugetraut. Nee, das ist nur so 2,5. Ah, okay. Nee, aber zweieinhalb Meter jetzt. Ich habe aber mal eine Frage. Ich bin ja eingeladen worden zu den Händlertagen, also zu irgendeiner Maschinenvorstellung in Waldstätten. Ja. So, du hattest mich ja angerufen, also gehe ich jetzt mal davon aus, wegen dieser E-Mail. Ja, ich habe auch eine E-Mail bekommen. Ja, und richtig. Ich wurde vergessen auf der E-Mail. Aber, schau mal her, habt ihr Hunger? Guido, ich habe eine Frage. Peppi, lass die Enten in Ruhe. Ja. Ja, ich habe da einen Toastkrümel. Da stand irgendwie was von Fachkräften drin. Ja.
Da kommen sogar die Karpfen an. Mich hat es gewundert, dass dann dein Name mit dabei stand. Kalle, du musst gleich werden. Du hast voll ins Auge geworfen. Ich wollte nicht frech sein. Also ich dachte zwar, also du willst ja irgendwann mal eine Fachkraft werden. Aber Valerie, werf auch. Standst du als Fachkraft drin? Ich kann nicht werfen. Warum mussten die Rosenberger Fraktion immer provozieren? Ich habe euch doch jetzt gar nichts getan, oder? Das ist eine normale Frage. Weißt du, was eine normale Frage ist? Was du überhaupt hier machst? Hampelmänner. Geh dann einmal ordentlich hier, ein einziges Mal. Könnt ihr euch einmal benehmen? Also, Moment, mein das kommt Gott, jetzt aber vom Weichen. Das ist so richtig, richtig, ich weiß ich nicht, ey. Ich muss Oswin begleiten, weil er ist auch noch keine Fachkraft. Mir scheißegal. Also, pass mal züge auf. Mal ein bisschen deine Worte hier. Also, pass mal auf. Ich habe ja hab bei Carla angefangen. Carla hat mich ausgebildet. Ich habe den Händler von ihm übernommen, den wir ziemlich erfolgreich leiten aktuell. Ja, also, ich würde sagen, wir sind schon... Also, bei uns ist man schon gut beraten. Und wenn ich jetzt aber... Ich möchte eigentlich sagen, das mit dir verkaufen. Kannst du mal kurz die Klappe halten? Nein, ich möchte eigentlich sagen, das mit dir, warte kurz. Das hilft dir. Ja, was denn? Ey, Guido. Ja? Wie läuft's im Landhandel? Aber, ja gut, danke. Aber laufen den Motor, sowas läuft. Besser als beim Fahrzeughandel. Wenn wir jetzt, ja genau, wenn wir jetzt einfach nur mal auf den Fahrzeughandel zu sprechen kommen, da habe ich halt einfach von der Kundschaft... von deiner Kundschaft aus Rehberg wirklich, wirklich wilde Sachen gehört. Und da habe ich mir halt so gedacht, okay, ja. Du bräuchtest eigentlich mal jemand an der Hand, der dir mal zeigt, wie es geht. Das stimmt. Deswegen brauchst du einen Prozessauditor und ich würde mich anbieten, auch dein Geschäft nach oben zu bringen. Sag mal, hast du einen Nebenjob? Ich komme rüber. Nee, das ist... Bist du Tauchsieder? Kümmere dich doch um deinen Landhandel und Maschinenhandel. Frau Deck, der war nicht witzig. Aber doch, ich muss dir ganz ehrlich sagen, Guido, ich kann ja nichts dafür, wenn mich die Leute anrufen. Es ist nicht so, dass ich die anrufe. Ist mir doch scheißegal, wer dich anruft. Du hör mal, die können dich gerne anrufen, du kannst das da gerne glauben. Keine Ahnung, ist mir Latten scheißegal. Ich verstehe jetzt hier gerade die Konversation nicht. Ich habe euch zwei gar nichts getan. Ich war jetzt freundlich, habe euch begrüßt. Nein, wir wollten dich auch nicht angreifen. So, und was soll das denn jetzt hier jetzt schon wieder? Ihr zwei könnt mich jetzt ganz gewaltig... Bleibt mal da stehen und lasst mich mal in Ruhe. Was haltet ihr davon, ihr scheiß Mobber? Guido? Heute ist es erst ab 6 Monaten. Verdammt nochmal, ich kann das hier nicht mehr. Guido, das war jetzt eigentlich nicht negativ gemeint, sondern egal. Das war jetzt eigentlich nur eine Fachfrage. Also ich habe jetzt mal so grundsätzlich... Ja, aber dafür muss man ja Fachkraft sein. Darf ich eine Frage stellen? Ja. Wir sind doch eine super Reisegruppe. Oder? Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal... Reisegruppe schweigestill. Ich möchte jetzt ganz kurz nochmal mit Valerie, wenn ich darf. Valerie, hättest du vielleicht nochmal kurz Zeit für mich? Ich habe immer Zeit für dich. Oha. Also, jetzt. Oha. Okay. Oha. Ja, ich werde ja, nichts sagen. Spaß. Ja, also ja, eigentlich Spaß. Wollten wir was essen, weil ich habe ein riesen Loch im Magen. Vielleicht, Fietje, kannst du uns irgendwas holen? Irgendwas zu essen holen, dass wir noch schnell was schnabulieren können, bevor wir weiterfahren? Ja, ich habe die Fahrzeughändlerkasse mitgenommen. Das wäre super, okay. Was? Ja. Ach, da muss ich auch nochmal. Naja, gern. Valerie, komm, wir gehen auf Gemeindekosten essen. Okay. Oh, das hört sich cool an. Was? Komm, Guido. Oh, Deik, das ist unerhört. Was, das sind meine Steuergelder. Das ist Kalle, ehrlich ja. Jetzt? Ja. Wir laden euch ein, bis auf den Rosenberg und Fietje. Kommt. Ja. Die größten Steuerzahler werden ausgeschlossen? Der größte Steuerzahler, du bist der größte Schwatzkopf hier im ganzen Bereich, ey. Krustenbraten? Ja, Krustenbraten. Valerie, komm einmal mit. Einfach entspannt, wenn er zu laut ist oder zu aufdringlich, dann schrei. Okay. Ich find's romantisch hier. Es ist schön. Ist echt Oswin, schön, ja. Oswin, sag ich schon. Oh, ich bin da so alleine da oben. Das ist deins. Guido Pech, hallo? Ist gut, Wartlinge. Hallo, Wartlinger. War ein Spaß, das ist auch der Kollege Lonzinger am Apparat. Grüß Gott. Hallo, Herr Lonzinger. Wie geht's? Sehr gut, und Ihnen? Ja, hervorragend. Da hört sich ja super an. Ich hätte ein Anliegen. Können Sie gerade befreit sprechen? Ja. Ganz befreit. Also, es darf niemand zuhören. Achso, ja, dann gehe ich mal ein bisschen hier um die Ecke. Ey, wo geht du hin? Ich komm gleich, muss eben telefonieren. Immer diese Gespräche. Das ist der Peppi gewesen. Achso, ja. Eine Frage. Ja. Sie sind ja auf dem Weg nach Waldstätten, ist das richtig? Ja. Ich auch. Okay.
habe da ein Problem. Ja. Mit Ihrem Widersacher. Welchem Widersacher? Jetzt stellen Sie sich nicht doof. Denken Sie nach. Den Rosenberg oder was? Richtig. Das ist kein Widersacher, das ist ein Snack zwischendurch, aber hol mal raus. Es kann durchaus sein, dass der Herr gewisse Sachen weiß, beziehungsweise Zugriff auf Sachen hat, die für mich nicht gut sind. Okay. Sagt Ihnen der Begriff Moment, jetzt muss ich nachdenken. Scheiße. Pit Coco oder was weiß ich, ist mir scheißegal. Ja, auf jeden Fall, eine Hand wäscht die andere. Sagt Ihnen das was? Ja. Genau. Falls es da irgendwie zu gewissen Sachen kommt, müssen Sie mir den Rücken frei halten. Kann ich hin. Im Gegenzug reden wir mal über gewisse Dinge. Okay. Ich brauche 150.000 Liter Oliven. Richtig, ich sag nur Olivenmafia. Ah, alles klar. Okay? Ja, verstehe ich. Alles klar. Alles klar. Dann bis dann, ciao. Bis dann, Bartlinger. Lonzinger, tschüss. Ey, was ist denn mit dir? Was macht der da hinten? Entschuldigung, ich musste nur mal kurz telefonieren. Wollen wir jetzt was und essen oder was? Eine Lüge. Wie eine Lüge? Ich habe echt telefoniert. Eine Lüge? Nee. Ich habe gar kein Telefon bei dir gesehen. Ist das denn Freisprech Apple Watch Ding? Ja. Ah, geil. Sag ich dir, der. Der arme Kalli baut da in seinem Boot rum, gell? Ja, finde ich schön. Hat er was? Ist ja ein schöner See, oder? Sei mir ehrlich. Ist echt ein schöner See, ja. Wir wollten eigentlich mit der Valerie kurz anhalten, kurz einmal, also pullern quasi, versteht? Ja, ja. Ja. Jetzt stehen wir da, jetzt sind ja alle anderen auch gekommen, das ist ein Wahnsinn. Also ich habe schon bestellt, und ihr? Das ist mein Lokal. Ich muss nicht bestellen, ich kann immer essen, wann ich will. Was ist das? Das gehört dir hier? Nein, gehört es mir nicht, war nur ein Witz. No. War aber ja, gut. Schön. Jetzt haben wir vorher das Lokal, ui. Mit der Aussicht? Mit der Aussicht, ich hätte Schnitten ohne Ende. Und du, Guido? Aber ja. Du hast doch auch so Schnitten hier, ohne ich Ende. Ich geb dir mal hier so einen Zettel in die Hand, ja? Okay. Oh. Also, na, sagst du keinem und dann sagst du mir irgendwann die Antwort. Sag dir keinem, bist du keinem. Hey, Kalle! Soll ich Guido? Jetzt den Zettel lesen? Guido. Das ist mir doch egal. Ich geh mal ganz kurz was mit zu trinken holen. Ich komm gleich wieder. Ja, Fiete. Guido, ich muss doch vor Oswin immer so, weißt du, war nicht so gemeint bei dir. Alles gut. Hey, du weißt doch, wir müssen ja nochmal ne, zueinander finden. Ich soll da nochmal rumkommen. Ja. Oder ich würde ja gerne nochmal rumkommen. Ja. Ne? Ich dachte mir viel zu lange drüben. Aber du weißt ja, das ist ja mit dem immer so, ne? Wenn ich nicht gegen dich schieße, dann ist er wieder so, wie bist du denn? Was machst du denn? Und ja, ich verstehe. Also nicht böse gemeint. Nee, alles gut. Nehme ich dir nicht böse. Okay. Aber weißt du, was ich in meinem Moped noch habe? Ich glaube, da müsste ich noch eine Tube Babyöl haben. Okay, was willst du denn mit Babyöl? Naja, deine... Ah, lecker Wasser. Dein Kopf ein bisschen polieren, damit es ein bisschen glänzt da oben drauf. Vielleicht können wir uns dann spiegeln. Ja, okay, da wäre ich da mal mit bei. Damit, das wäre mal schön. Peppi? Oh, der ist schon wieder weg, wa? Hm. Ich wollte gerade fragen, ob er eine Poliermaschine dabei hat. Du kannst doch nicht die Glatze polieren. Aber mit wollen wir mal langsam weiter? So. Ja. Wollen wir schon weiter? Also ich schon gegessen? Feature, wir fahren. Abi. Ja, wir müssen auch langsam, ne? Oh, Rosenberg, was ist los? Das ganze Essen bitte einmal einpacken. Ja, wir müssen weiter, die Maschine. Ja, die Maschinenmesse. Du hörtest dich so traurig an. Auch ich? Ja, so enttäuscht. Wir müssen jetzt los. Komm, schnell weg hier. Guido! Nee, entsetzt. Okay. Hey, ich fahre ohne dich. Ja, ich komme. Ja, wir fahren einfach. Let's go. Fährt Valerie mit? Ja, natürlich. Ja, ich bin auch eingeladen. Aswin! Ja? Machen wir jetzt Reisegruppe hässlich? Ey, guck dir das bitte an. Aswin, das ist der absolute Witz, Aswin. Ist das. Aswin, weißt du, was schön ist? Gemeinde zahlt. Du nicht. Doch, habt ihr bezahlt? Oswin, was ist das da für eine Veranstaltung? Kalle, da geht's ja in eine Maschinenveranstaltung. Da sollen die neuesten Future-Trends sollen da vorgestellt werden und so. Ja, das klingt ja spannend. Ja, jetzt wärst du nicht mit? Ja, ich habe keine Einladung. Ja, wer rein da bei den... Ja. Sind wir zu langsam? Dann fahren wir mal los, ne?
Ich muss mal kurz aufs Navi schauen. Ja. Na doch, war richtig. Uff, pass auf, da vorne läuft einer. Nicht, dass du ihn platt fährst. Mal, stehe ich gerade nicht. Was soll das? Bin ich. Ey! Ey, was ist das denn hier? Hallo? Ja, warum fahren Sie denn mitten auf der Straße? Laufen. Ich gehe spazieren, das mache ich hier seit 50 Jahren. Ach so, das, ja, dann fahren, laufen Sie ein bisschen weiter. Ja, aber nicht so schnell hier. Ja, nee. Das ist ja, also. Das ist ein Sportwagen, der kann nicht langsam. Das ist ja, also. Hui! Das gibt's ja wohl gar nicht. Frechheit. Oh, was ist denn. Alter. Really? Oh nee, sag nicht, jetzt kommen wir im das Stau, oder was? Das ist jetzt nicht wahr, oder? Oh yeah. Alter, wie soll das denn funktionieren? Ist mir jetzt egal. Nee, wir haben's eilig. Nee. Wir haben's eilig. Nee. Alter! Es sind immer diese Fahrer. Was machst du denn da, Van Dyck? Wie, was mach ich? Du kannst doch hier nicht einfach 7 Autos überholen. Wir müssen doch hinten warten. Ach so. Ah ja, stimmt, das war ja eine Reisegruppe, ne? Ja, da sind doch noch ein paar. Ja, dann lass ich die mal vorbei, wenn es denn sein muss. Hallo. Hallo. Ja, servus, warum halten Sie den Verkehr auf? Ja, haben Sie Klaus gesehen? Bitte? Haben Sie den Klaus gesehen? Wer ist denn Klaus? Ah, ich den kenne ich Klaus? Nee. Nein. Der gut aussehende mit den kleinen Oberarmen. Danke, ja. Mal aus mit dem Batmobil. Was ist das für ein Auto überhaupt hier? Das ist hier ein Lambo, ist das. Sind Sie Batman? Ja. Und wer ist Sie? Sie sind... Das ist Catwoman. Catwoman. Wow. Oder Batgirl. Ach, da ist der Klaus ja. Ich hab fast verstehst du? Gehört. Batgirl. Naja, Moin, Simon. Ja, ja, servus. Ich glaube, Sie halten jetzt einen Verkehr auf dem Wagen auf unsere Reisegruppe. Daraus schreie ich so rum. Oh, ich mache einen Schlauch dran. Halt. Der Klaus, der kennt Bettwanze. Kennen Sie den auch? Nee. Nee? Die kneifen immer so die Viecher. Muss aufpassen. Okay. Was so, machen Sie mit so einem. Richtig klare Sauviecher, ey. Klaus, guck oh, mal hier. Schick. Guck mal hier. Da hinten ist der aus Tron? Das ist nee, geil, ne? Ja. Leuchten die Räder? Nein. Maschinen. Klaus, guck mal, hängt da eine Anhängerkupplung. Da können wir den Güllefass hinterhängen. Hä? Ja, ja, hängt doch schmarp, ey. Hier wird kein Güllefass drangehangen. Seid ihr so? Nee, das geht doch nicht. Das geht doch. Komm mal, probieren direkt aus. Ist das Elektro? Nee, das ist nicht Elektro. Jetzt kommt auch die Polizei. Ordnungsamt. Leute, was macht? Langsam. Okay. Hier, das sind die mit dem Sportwagen, die mich da einfach angehupt haben. Gleich verhaften. Ich hab sie nicht angehupt. Ich hab hier Batman und Batgirl. Ja, mit so einem Schreck, ich bin fast umgekippt. So, komm, ey, fahr das Ding mal davor, da probier mal raus. Karl, kannst du vielleicht auch mal hier sein? Ich hab's nicht mal. Hallo, ist alles gut hier? Aber ja, der meint... Ja, auf jeden Fall, ich nehm ich jetzt auch mal einen Fahrzettel. Die Hells-Engel sind auch da, Klaus. In der von 500 Euro, kennst du dich anscheinend. Du bist ein Better. Ich will doch nur Gülle ausbringen, Leute, was ist denn hier los? Das gibt das gar nicht. Wollt ihr nur den Lambo ankoppeln? Ne, ist doch hier ein Bettmobil. Komm, häng das Ding mal ran, ja. Ja, aber wieso steht denn der Lambo da im Wald? Ja, weil ich hier ausweichen musste. Oh Gott, ey, warum garst du denn immer so, Dyke? Die ist wahrscheinlich ist ja übel so schnell gefahren, dass sie die Kurve hier nicht gekriegt hat. Mit nicht mal was. Gleich kriegst du irgendwie ja? Der Hänger von der Straße gezogen, ich jetzt mal. Ja, was ist jetzt? Ist was mal passiert? Geht's einem gut? Nein, wir wollten nur Gülle ausbringen. Ja. Und dann kommt dieses Batmobile um die Ecke hier und fällt was übers Gras. Wir dachten, der wird uns helfen beim Fliegen oder so. Ja. Simon hat gesagt, der hat eine Anhängerkupplung dran. Da hängen wir den mal um. Mit einer Anhängerkupplung? Kommen wir mal direkt dran. Hey. Wir sind aber eine sehr, sehr schöne Frau. Ah, mach mal einen Haken draus. Geht's. Elektro. Hier gibt's gleich Strafzettel. Der ist ja gar nicht echt, der ist aus Pappe. Freund, hier gibt's gleich Strafzettel. Hat er eine Zulassung? Die ist schon zum Date verabredet. Sag mal, aber kann jetzt nicht einer irgendwie diesen komischen Steier da nehmen und diesen Anhänger anhängen hier? Wir fahren einfach. Ja, lass dich nicht von den Anpöbeln. Also, Entschuldigung, meine Herren, ganz kurz. Wir sind hier auch Händler. Vielleicht können wir Ihnen kurz helfen. Sollen wir Ihnen hier beim Ankuppeln? Vorsicht, Steier! Vielleicht sollen wir hier beim Ankuppeln. Komm, geht doch mal aus dem Fenster. Ja, ein bisschen rechts. Nehmen Sie mal Ihre Helme an. Vorsicht, das Schild.
Noch ein Stück. Noch ein Stück schnell. Noch ein Stück. Ja, oh. Passt. Perfekt, wunderbar. So. Klaus. Hast du den mit der Glatze dort gesehen? Ihr Fangmaul, ne? Da haben sie oben zwei lose Schrauben, die müssen sie beim Händler noch mal nachziehen lassen. Der Ordnungsamt, der Silberne, hat hier den der gehört zur Familie, der darf das. Oh, jetzt geht's weiter hier. Oh, jetzt rollt der Verkehr wieder, sehr gut. Aber die rasen auch gut. Guck mal, jetzt rollt der Verkehr wieder. Komm, wir müssen weiter, Viecher, das nützt alles nichts. Ja, wir müssen auch weiter, los. Kannst du mich jetzt bitte nach Hause bringen? Dieser Stress hier. Gülle muss auf Kanäle. Komm, drängel dich dazwischen. Ja, Vorderweg! Pass auf! Viecher, ich glaube, ich warte einfach kurz. Ey, das ist langsam. Ich bin den Gang nicht. Ach, Herr Jemine. Boah, jetzt darf ich hinter einem Trocken. Der überholt, pass auf! Halt dich fest, Fiete! Ja, komm, hau den Turbo rein! Oh, Gott, fahr da hinterher! Fahr mal lieber nicht selber! Komm, die guten Steuergelder! Oh. So, ab geht die wilde Fahrt! Ey, jetzt fällt das so schwer! Oh mein Gott! Ey! Was machst ihr denn? Was machst du denn? Ja, aber ey, Gasbremse, was ist denn nicht los mit euch hier? Ja, das Ding ist natürlich schnell. Mann. Das Ding fährt. Ich will auch gleich mal fahren. Nee. Wie ne? Oswin, nächste Kreuzung müssen wir rechts. Pop mal ich hab gesagt, die sollen nicht rasen. Pop mal ein bisschen den Peppi an. Oh, was ist denn hier los? Das ist ja hier schlimmer als auf der A3. Was machst denn du da vorne? Rechts ist es Gas. Komm, gib Gas hier. Was ist denn das da? Wo klemmt's denn da vorne? Der Traktor steht da vorne. Ja. Aber was ist denn mit dem vom Ordnungsamt los? Der ist ja völlig vom Fisch bespuckt. Das sag ich ja. Was? Von was genau? Ich vom will Fisch. Nicht wohnen wollen. Fahr hier mal auf Seite, Fiete. Was hast du gesagt? Vom? Fisch bespuckt! Wie schreibt man das? Heinrich! Ich bitte, warum wollt du nicht? Was hast du gesagt, Gerhard? Du kannst rausfahren! Aber was wohnen denn hier für Leute? Da kommt ein Auto! Paul, ich bleib mal stehen! Hör mal, Heinrich, komm! Was ist denn hier schon wieder los, Mann? Warte! Ja, du kennst von Heinrich! Grüße dich, wie geht's dir? Heinrich, was machst du denn jetzt? Mein Gott, weg da! Ja, hier ist ein Haufen Verkehr. Sag mal! Seid ihr alle morgens hier die Cornflakes ohne Milch am Süffeln oder was? Jetzt haut doch mal ab hier von der Straße, wir müssen hier durch! Du kannst ja nicht so einen Stress machen in dem Dorf. Da ist der Dieb mit der Glatze. Hat dir gerade jemand geschrien? Ja, warte. Guido, wenn die Sonne zu doll auf die Birne scheint, ich hab noch eine Mütze dabei. Nein, dann komm mal raus, ich sperre dich drauf. Moment, der ist abgesoffen. Naja, ist schon zu spät. Auch das kann man leid, hat das jetzt mal. Gott, die will zum Schaffer leid. Mitarbeiter hier. Ja. Wo kommt der Schwabe her? Unglaublich, ehrlich. Ja, warte. Oh, ich glaube, der geht an. Guido, Rosenberg. Stopp, der Anhänger. Wie hieß der Heinrich? Sie haben den Anhänger verloren. Rückwärts. Was hab ich verloren? Der Anhänger ist abgeflutscht. Was denn für ein O? Ja, Moment. Der dicker Traktor auf 12 Uhr? Warte. Das wird aber nichts mehr mit anhängen. Wieso? Der Bolzen ist gebrochen. Du hast auch echt alles kaputt, oder? Na, das geht schon. Das ist immer schon irgendwie funktioniert und so. Ja. Warte, nur einfach mal drauf spucken. Einfach festschweißen, hab ich hier. Ja, spuck drauf. Normal. Hast du mal einen Hammer? Ja, der ist doch nicht mehr der Jüngste. Sollten Sie überprüfen lassen bei Ihrem Fachhändler? Muss man nicht ab einem gewissen Alter alle paar Jahre zum Führerschein, also das zum Facharzt wegen Führerschein? Wenn du beruflich fährst. Hat der gerade mit Hack 2 die Kupplung eingeschmiert oder was? Ja. Toll. Das hält ja bestimmt. Doch. Okay. Oh. Oh, leid, jetzt Fahrrad halt zu, verdammt! Schreit doch hier nicht so rum. Oh Gott, sagt nicht! Wenn er kommt, ich muss zum Heuer!
Sind das ein paar Raser hier? Hab ich noch nie Ferrari gesehen? Drück, ja, Wahnsinn. Drück den Nitro. Nicht gerade. Ramm den Peppi vorne weg. Mach ein Rennen mit denen. Too fast. Too Landwirtschaft. Los. Nee, ich glaube, ich will das nicht. Warum nicht? Dann lass mich fahren. Nein, jetzt nicht. Ich dreh ihn da weg, du. Oder geh nichts. Ich hab schon wieder so eine Macke da drin. Moment. Es ist Pause, ne? Also du kannst gerne. Bitte, vielleicht würdest du mitkommen? So, da sind wir jetzt in Waldstätten. Ja, Gott sei Dank. Weißt du genau, wo wir hin müssen irgendwie? Ist der uns jetzt hinten drauf gefahren oder was? Ja. Peppi, du spitzt doch! Wie kann ein Mensch mit diesem Auto so fahren? Hä? Mann, das kann ich besser fahren. Was? Sonst ist es gewöhnungsbedürftig. Der Wagen ist schon geil. Der Wagen ist auch geil. Aber laut. Der ist extrem laut. Achtung, ich bremse. Ey, du Arschkrampe! Hä? Das war aber deine Schuld, ey. Ich hab nichts gemacht, bin reingedriftet. Ach so, ich hab grad mal deinen Zettel mir durchgelesen. Nee, will ich gar nicht hören. Hier auf der Messe gar nichts. Ah, okay. Wenn wir wieder in Rehbach sind. Ah, okay. Also willst du sie... Oh wei. Oh, Peppi! Ja, Gott, schon wieder. Ja, was ist denn hier los? Das ist die Messe. Ja, hör mal. Sieht ja geil aus. Haben wir wenigstens hier Creator-Karten? VIP oder... Wie nennt man das hier denn? Creator-Karten. Ich habe keinen Bock, auf dir eine Schlange anzustehen. Das sag ich so, wie es ist. Wir haben genug Karten dabei. Gott sei Dank. Guido, Tüte, schnell. Oh, mir ist so schlecht. Ja. Sag mal, Peppi, was soll das? Sag mal, dann fährt ihr wie ein Verrückter. Das Fahrzeug zeigt zwar die Gemeinde, aber was soll das? Warum knallst du mit drauf? Hab ich gar nicht. Ich hab nur gebremst, automatischer Stoppassistent, aber du fährst das Ding wie Scheiße. Ich kann's wenigstens. Du bist gefahren wie ein Matchbox-Auto. Nein, eben nicht. Du kannst es eben nicht. Das ist genau das, was ich dir sagen will. Du kannst es nicht. Ja, du kannst es auch nicht. Hat man ja gerade gesehen, ne? Alter, geh mir aus der Sonne, weil sonst stecke ich den Kopf über den Auspuff von dem Auto rein. Ganz ehrlich, ich muss dir auch nicht mal in der Sonne stehen, du hast doch schon einen Hut auf. Guck mal, Baby, keine Ahnung, was Pferde. Das für eine Bedeutung hat. Wo ist ein Pferd? Ja. Ui, stimmt. Oh, Lasagne. Hier fährt auch jeder Lamborghini, ne? Leute, Reichtum ist schon ein bisschen übertrieben, aber was ist da los? Schick. Oh, die Farbe gefällt mir. So grün, gelb, boah, geil. Das sieht aus wie ein... Keine Ahnung, ey. Ah, sieht schon geil aus. Boah, der hat pink, guck mal, der hat pinke Muttern. Jetzt mal kein Witz, guck dir das an, der hat pinke Muttern. Ja, super. Ah, der Wagen hat was. Guck mal, hier sind Hühner. Oh. Warte, ich hab noch ein paar Krümel vom Durst vorhin. Hier, werf mal rein da. Okay, hier. Psst. Guck mal, wie der angerannt kommt. Oh. Schön. Ja, da haben die Bock drauf. Zeig ich dir. Die sind bestimmt wochenlang nicht gefüttert worden. Glaube ich auch. Damit die hier so richtig... Kran. Damit ziehen wir dich gleich nach oben und dann springst du mit dem Bungee-Seil runter. Geil! Wo? Wann? Wo? Wundert sich, dass der lila ist oder dass er ein Kran und ist? Was ist das denn? Was macht denn der da? Hallo? Uah. Du wirst doch nicht den Boden biegen. Geil. Was ist das? Natürlich, das staubt sonst viel zu doll hier. Das Wasser. Was ist denn mit dem los? Ist der schlecht drauf? Nee. Darf ich auch mal fahren? Du kannst mit so einem Gerät gar nicht um. Habt ihr den geilen Dolz gesehen mit dem Kettenlaufwerk? Ja. Nein, den werden wir nicht importieren. Nein. Oh, warum nicht? Klimaerwärmung.
Ui, was ist? Was zum Teufelsname ist das denn? Oh, was? Ja. Das hier? Ja, das hier. Hübsch, Eva, guck mal. Ja, das ist ein leistungsstarker Schlepper, ist das. Das wird es sein. Hat der 4020 PS? Ja, nicht so ganz. Der geht an eine 2.3 dran. 2300. Jawohl. 2300 PS. Ja, genau. In dem Zylinder. Teil. Oh, geil. Hör mal her da. Sind wir Vermehrvertreter hier, hallo Jungmann? Bitte? Kann ich den anmachen? Sind Sie von Vermehrvertreter? Oder? Den können Sie nicht anmachen, das können nur Fachleute machen, weil der ganz schlecht startet, weil das übergebohrt ist. Ah, Glück gelaufen, bin ich Fachmann. Habe ich mal das Werbegeschenk bekommen. Dann haben Sie Glück. Oder Mutti rausgelegt. Genau. Oh Scheiße, ist wieder abgezürfen. doch kein Glück. Sind Sie vom John Deere Fanclub? Oh, ey, schöner Kleiner. Ich? Ja, wer sonst? No. Nee. Eduard, komm mal her hier. Ah, was denn? Ja, Meister Proper. Ja. Komm mal her. Meister Proper? Er ist von John Deere Fanclub. John Deere Fanclub? Nee, ich bin von... Oh ja, das ist ja cool. Ja. Also wenn... Wie viele Leute seid ihr da in so einem Club? Nee, ich bin nicht kein Club. Also nee. Wie jetzt? Wenn wäre ich im Deutsch Club. Alles für den Dackel, alles für den Club. Was ist das? Traktor, zum Beispiel der hinter dir. Ach nee, guck mal, der Oh, die schöne Kleine hier. Und wo kommen Sie her? Weil ich kenne Sie gar nicht, nie gesehen hier. Ich komme aus Rehbach, hallo. Rehbach, achso, hallo. Ich bin der Guido, servus. Rehbach, moin. Sind da die Rehe im Bach oder was? Bitte? Sind da die Rehe im Bach dann? Ja. Da hat ein Reh einen Bach gemacht, ja. Deswegen heißt das Dorf so. Haben Sie da auch Wein anbauen in Rehbach? Weihnachtsbaum? Ein Weinanbau, Trauben. Achso, ja, ein bisschen, ja. Bisschen, okay. So ein kleiner Bauernhof macht da was, ja. Sebastian, hast du nicht mal eine Weinflasche für den? Dann weiß er mal, was guter Wein ist. Ja, der muss schon recht Fahrzeug fahren. Ja. Das überlebt er nicht. Gibt keinen besseren als der vom Sebastian Rotwild. Das ist der Beste. Sebastian Rotwild. Ja. Kennt er macht den besten Wein. Nee, kenne ich mich auch nicht. Dann gebe ich ihm eine Kiste mit. Dann können Sie mal mit Ihrer Frau, die Sie dabei haben, mal richtig einen trinken und dann. Ja. Das heißt immer so Big Deal. Ich trinke nur sehr, sehr, sehr guten Wein, ne? Ja, das ist sehr, sehr gut. Ausgezeichneter Wein, der Wein, schon Siegel der ist hat. Weltberühmt. Ah. Ja. Das nennt sich auch Büchsenöffner. Erzählen doch nicht gleich alles davon. Lass ihn das doch selber herausfinden. Wer so eine hübsche Frau hat, da muss man ein paar Tipps geben. Nicht, dass sie verliert unterwegs. Ja, könnte passieren, ne? Wie sind Sie in den Lambo eigentlich gekommen? Startschulden gemacht oder? Nee, Gemeinde zahlt. Taschen! Was? Gemeinde zahlt? Oh, Entschuldigung für die Verspätung, wir müssen noch tanken. Die Stimme kenne ich doch. Ich wollte gerade sagen, die Stimme kenne ich. Irgendwoher, ne? Ich wollte gerade sagen. Was macht ihr denn alle hier? Was wohnen denn hier? Ist das Ossi? Ja, das ist Moin. Moin, Ossi. Moin. Moin. Ey, moin, scheiß die Wand an. Was ist denn hier für krasse... Habt ihr gesehen, was die hier aufschlagen kann wie damals? Moment mal. Hast du etwa graue Haare bekommen? Ja, hallo? Junge, das glaube ich nicht. Der gute Aussehen. Ja, ein bisschen, ne? Lass dich drücken, du warst mein bester Mitarbeiter. Komm mal her. Danke. Ey, Mann, ich erkenne euch alle schon gar nicht wieder, so lange ist das hier, ey. Das ist völlig verrückt. Du bist ganz schön d'accord, du brauchst ja nicht schon Wein. Jetzt hier mal wieder in Waldstätten, ey. Ich sag euch, wie es ist. Ja, hat sich einiges geändert. Ja, es kommt positive, aber auch irgendwie, ja, nicht so positive Vibes auf. Aber krass, ey, was hier alles rumsteht, das ist ja voll heftig. Ja. Volles Programm hier. Ja, hier ist was los halt. Ja, scheiße, lass uns anfangen. Ich hab Bock. Ich hab auch Bock. Guido? Wer redet der denn? Ja. Ich hab noch einen Termin hier in der Gemeinde, weil das ist ein alter Bekannter von mir, der hier arbeitet. Okay. Wir sehen uns nachher, ja? Ja, bis später. Tschüssi. Halt den Zettel fest, ne? Ja. Tschüss, Schnecke. Oh, wow. Anton. Nicht Hunde. Ja, du kennst mich doch. Was machst denn du da? Oh, scheiße, ich muss weg. Ich versteck mich. So, wer macht denn hier die Vorstellung? Bei wen können wir uns denn hier wenden? Ja, der Bürgermeister wahrscheinlich da. Wo ist denn der Wahnsinnige? Ich wollte gerade sagen, haben wir den gar nicht hier? Der hat seine Currywurst versprochen immer noch nicht bekommen. Wo ist der eigentlich? Ja, gute Frage. Hallo? Keine Ahnung. Warte mal, Currywurst? Ja. Doch nicht etwa der Rudi? Natürlich, der langsam. Ja. Hä, der ist doch aber jetzt, in Fichtal. Ernsthaft? Ja. Alles gut, wir machen das. Gestern waren wir noch hier gewesen. War ein Gag. Der rennt doch irgendwo hier rum, oder? Ui, Alter! Hey! Also,
Ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung. Ich muss auf den Titel ablesen, es tut mir leid. Ein herzliches Willkommen auf dieser Veranstaltung. Wie Sie hier sehen, haben wir verschiedene Modelle von verschiedenen Anbietern. Dementsprechend können Sie... Schnauze! Jetzt bin ich raus. Herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. Mensch, Mann. Hier, nimm mal vorspulen. Kurz, dann geht er doch flüssiger von der Zunge. Achso, ja. Bitteschön. Oh. Also, stoppen wir. Wie ihr seht, haben wir einen Haufen Fahrzeuge da. Jetzt gibt es ein bisschen Rabatt, ihr könnt ein bisschen rumschauen. Und das dritte Sache ist, wir haben ein Traktor-Pooling-Event. Und da kann ich. Genau, da kann ich den Wiesen, mein Fachmann. Ja, ich bin hier noch neben dir. Also, die rothaarige Seelenlose, der sagt euch. Der sagt euch, wie es lang geht. Und ich kommentiere das Ganze. Aber ich könnte auch erst einmal Maschinen schauen. Das ist mir geil, wie es das wollt, gell? Ja, weil gibt es denn einen Ansprechpartner irgendwie, wenn wir hier an irgendwas Interesse haben? Oder? Ja, meine Wenigkeit. Was? Ja. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, Tote Langhammer hat das organisiert, aber die hat leider die Magen-Darm-Grippe gekriegt. Echt, wo ist der denn? Man sagt quasi den flotten Otto. Shit, die Frau Schmidti. Ja, dann, ich würde mal durchschlendern und würde mich dann einfach nochmal zurückmelden. Ja, machen Sie es. Einfach rumschauen. Und wenn Sie was brauchen, dann kommen Sie zu mir. Kann man die Maschinen testen? Also kann man da irgendwas machen? Oder also Sie testen? Können einsteigen und ein bisschen bewegen, aber natürlich nicht die Maßmaße nutzen, weil sonst ist es gebraucht, dann müssen Sie es kaufen. Ja, nee, ist klar. Nee, sehr gut. Bei wem muss ich mich da melden, wenn ich das... gekauft? Junge. Ich sprich doch einfach. Bei wem muss ich mich denn melden, wenn ich dieses Traktor-Pulling machen will? Das machen wir im Anschluss. Jetzt ist kurz rumgehen und Messi begeistern und gucken und schauen. Okay. Genau, guckt euch mal die schönen Maschinen an, die hier überall rumstehen. Genau, die Engine steht die da auch mit Rad und Tor zur Seite. Und je nachdem, wenn sie spezielle Fahrzeuge haben, vielleicht kriege ich das mit dem Veranstalter geregelt, dann können wir die ja vielleicht auch nochmal vom Bremswagen spannen. Naja, mal Eduard, gucken, ob die überall Leistung haben. Dann ja, schieß mal los. Idee. Was hast du uns mitgebracht, was hast du uns zu erzählen? Ja? Die Bühne gehört... Nee, Eduard. Ach so. Ja, ich habe als erstes mal hier die ganzen Klassiker aufgestellt. So, der kommt dann, lass mal einfach mal eine Runde laufen. Ja, lass mal eine Runde laufen. Der Deutz ist ein Klassiker? Der Deutz ist immer ein Klassiker. Ach du Scheiße. Der wird so selten verkauft. Das ist schlimm genug, dass ich... sowas hatte ich auf meinem Tieflader. Ja gut, ich sag mal so, die Klassiker ist eine... Oh, kann man den, kann man den mal anmachen dabei. Hier, den Fiat? Den kannst du gerne anschmeißen, ja. Echt jetzt? Ja, mach mal. Boah, geil, ne? Da habe ich ja Bock drauf. Ja, der kann auch was, der ist gut. So, warte. Mensch, das steht dir voll. Ui. So, Idiot, der hat ihn angemacht, dann kann er noch wegkaufen. Genau, richtig. Vertrag ist unterschrieben. Außerdem seine Frau, dass der Biobauer nicht mehr da ist. Ja, hör mir auf, ey. Sag ehrlich, wie es ist. Hat mich jemand gerufen? Das war auch einer. Ich sag ehrlich, wie es ist. Der Fiat ist eine geile Sache, aber ich habe einfach keine Zeit für so Oldtimer. Das ist mein Problem. Ja, gut, dann lass mal weiter rundgehen. Hier sind noch ein paar andere schöne Geräte. Hast du ihn noch Kontakt zu Kurt? Zu Kurt? Den Biobauern damals hier? Ach nee. Ja, stimmt, so hieß der, ne? Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Kurt ist irgendwie auch verschwunden hier. Also, cool, Nachbar. Aber dafür haben wir doch jetzt einen besseren Biobauer hier. Haben wir einen Biobauer? Ja. Komm mal, geh mal hier über den Zaun. Hey, warte mal. Das ist der Bio, die Stimme kenne ich doch. Was denn? Was denn? Ja, hier, der was denn? Wieso? Nee, stimmt, den kenne ich. Wüsste nicht. Wer sind Sie denn? Ich wurde eingeladen. Ich habe mit meinem Rennstall Traktor-Pulling, dass ich hier den Side-Act mache bei dieser Messe. Ich bin der Rang und Ringe aus Schwatzing. Side-Act. Ach so, nee. Aber sie klingen voll ähnlich wie jemand. Wie wer denn? Ja, weil einer, der hier gewohnt hat, aber nee. Ja, gab doch die drei Brüder oben im Wald, ne? Achso, ja, stimmt, genau. Woher kommst du denn? Sie sind woher? Aus Schwatzing. Boah, Schwatzing. Da war letztens, da ist einer im Viechtal, der kommt auch aus Schwatzing. Warte mal, wie heißt denn der? Hab ich schon mal von gehört. Boah, warte mal. Hier, Jupp Fiedler? Oh ja, der Fiedeljupp. Kennst du den? Ja, ja, der war bei uns. Der kommt auch, der ist in Fichtal aktuell, ne? Ach komm, ich hab mich schon gefragt, wo der aufgegangen ist. Ja, den hab ich ewig nicht gesehen. Ja, nee. Und dem geht's gut, oder was? Ja, dem geht's, glaube ich, ganz gut, ja. Das ist ein feiner Kerl, gell? Ja. Ja, ja, ja. Das ist ja, aber ich habe eine Frage. Wenn Sie mit dem Rennstall da sind, ist das Ihr Lamborghini da vorne? Welcher? Da stand, glaube ich, noch einer.
Ja, da stehen irgendwie zwei. Also meiner ist unschwer zu erkennen. Der ist gelb oder grün, meiner. Ah, okay. Also schon diermäßig. Ja, richtig. Ah, Wunderbärchen. So meine Hausfarbe, ja. Nee, sehr cool. Ich habe da drüben, Herr Engine, ich habe ja, da lass drüben, mal hier rübergehen. Ja, so ein Nexat gesehen. Nexat, ja. Ja. Den ist, haben wir extra eingeflogen aus Ukraine. Ja, ist tatsächlich ein bisschen groß für uns. Ja, den kannst du auf den Feldern fast nicht benutzen. Ha. Einfach mal, das Gerät würde ich mir einfach gerne mal angucken, weil das ist einfach beeindruckend, finde ich. Auf jeden Fall. Ja, da kommen völlig wir auch gleich noch hin. Wir gucken mal gerade erst hier die Spritzen- und Rübentechniken, die wir hier alle aufgestellt haben. Bei oh, guck mal, Piet, ja, das wäre auch mal meiste, was. Das kennt er ja sowieso oh, schon. Ne? So ein Dino? Ja. Boah, wisst ihr, was ja der Vorteil an so einer Spritze auf der Landstraße ist? Du brauchst nicht vorbeigucken, ob du überholen kannst. Kannst unten durchfahren, ne? Du guckst einfach unten durch. So ein Lambo passt unter her, ne? Ja, genau. Oh, diese Erntetechnik, ey, hier stehen Millionen. Aber außer auch die Karottenmaschinen, die Karottenernter und so. Ja, krass. Aus Wien? Ja. Können wir uns so einmal als Vorführer holen? Was denn? So ein Dino? Ja, ich weiß nicht, aber wir haben die Feldgrößen gar nicht. Naja, du kriegst den ja auch mit kürzerem Gestänge. Also ich glaube, das ist ja das Kürzeste dran. Ich glaube, das ist das Kleine. Eduard, das ist glaube ich schon das Kleinste, ne? Stehen, ja. Ja, ja, ja. Ja, müssen wir mal gucken. Was will die Spritze haben? 27 Meter? Ich habe schon ein Auge auf was anderes geworfen. Warum, ja. Und ich meine, die kannst du bis 50 oder sowas auslegen nachher. Guck mal hier. Ich habe auch nicht die genauen Daten gerade im Kopf von dem. Ich komm gefliegt. Boah, den, also ohne Witz, ich bin jetzt nicht der Glas-Fan, aber den müssen wir uns als Vorführer mal holen. Fürs LU. Der wurde nicht fertig lackiert, so wie der aussieht. Nee, das ist tatsächlich. Ich finde das geil. Warum? Das ist tatsächlich eine 20-Jahr-Edition von Klaas, also ist ein Sondermodell. Warum haben die den hinten orange gemacht? Das ist total komisch. Hat er gerade gesagt. Was hat er denn warum gesagt? Das jetzt orange ist, weiß ich nicht. Ich weiß halt nur, dass es eine 20-Jahr-Sonderedition ja von Klaas ist. Und dementsprechend halt auch ein Sondermodell. Da wurden geil dementsprechend auch nur 2000 Stück waren es, glaube ich, von gefertigt. Ja. Okay. Was ist denn jetzt angegangen hier? Der große Quadrack. Kleiner Wagen hier. Der neue Quadrack. Ist das der neue? Oh, mein ja. Baby. Hallo, Baby. Alter, was klingt hier wie ein Drabi? Oh. Ist das Ding? Oh mein Gott. Ja, wenn man mal drauf tritt, dann hört er sich ganz anders an. Boah. Alter, ist das da kein Traktor mehr? Das ist schon ein wildes Gerät. Die ja, Motorhaube. Ja. Deswegen, Konto sagt nein. Nee, das ist einfach, das ist viel zu groß. Meinst was kostet das Zeug? Was haben Sie den Preis von ja, dem Ding? Ja, komm, also wir haben ja den Xerion getestet. Mit Sicherheit, ja. Muss ich gerade gucken um Tablet. Aber der ist vielleicht besser. Ja, der liegt bei circa 1. Ah, hat schon jemand geguckt. Gut, sehr gut. Scheiß die Wand an. Eine Million. Eine Mio. Aber was ein heißt, bisschen mehr wir, sogar. Können wir den Glas mal anschmeißen? Falsche Farbe. Ja, ja, sicher, mach nur. Da ist eh die Maschine hier. Ja. Ja gut, klingt wie ein Glas, war zu erwarten, ne? Das ist richtig. Aber, was mich mal interessieren würde, ist, wo liegt denn der leistungstechnisch? Ich glaube um 450, ne? Ich finde ihn in dieser Kombination mit diesen Ketten hinten... Ja, 450 PS hat der leistungstechnisch, hat ca. 40 km/h Geschwindigkeit drauf. Ja, wegen den Ketten, ne? Ja, hat einen 860 Liter Kraftstofftank drin, ist stufenlos. Aber teste den jetzt mal im Radius, der müsste glaube ich relativ, also mit ruhig irgendwie mit Anhänger testen, der müsste dann glaube ich echt sperrig sein. Hoppala. Ja, der hat nicht so einen guten Lenkradius, das ist richtig. Und für was stehen dann die 960, wenn er 400 PS hat? Das ist die Baureihe. Bei den, genau. Baureihe, okay. Aber nochmal, ne, ich weiß jetzt, warum der orange lackiert ist. Das ist letztendlich ein Sondermodell, weil Klaas vor circa 20 Jahren oder zu dem Zeitpunkt ziemlich genau vor 20 Jahren Renault aufgekauft hat und die Renault-Traktoren, wie einige wissen, orange waren, ja. Waren dementsprechend orange. Deswegen ist das eine Symphonie, die den Zusammenschluss zwischen Klaas und Renault zeigen soll. Oh, aber hier das oben ist selbst cool. Der, selbst da hat das jemand Dach seine Hausaufgaben gemacht. Symphonie, ein Trauerlied. Selbst das Dach hier oben ist orange mit weiß. Aber ich finde mit der Nokian-Bereifung ganz also ich würde aber nicht so ja, eine Katze auf der Motorhaube machen. Fühle ich. Also das Ding fühle ich echt. Sollten wir mal ein Auge drauf werfen, Fietje. Mal gucken, vielleicht können wir ihn ja mal testen. Also Spritze und Glas, ja?
Boah. Ihr könnt den ja mal beordern bei uns, dann schicken wir euch den rüber. Ja, gerne. Hier, guck mal, gibt's was für die Biogasanlage. Schade, dass Didi nicht dabei ist. Ja, hier, wenn dann den. Ah, was ist das denn? Rapshäcksler? Ja. Hab ich ja noch nie gesehen. Der hat ja die Messer an der Seite. Ja, ja, genau. Genau. Aber einen Rapshäcksler habe ich noch nie gesehen. Lecco mio muchacho. Crazy. Ja, cool. Richtig cool. Hier steht nochmal ein alter Fiat. Steyr. Oh, Fiat. Ja, moin. Steyr. Ja, krass. Das ist der gute Steyr, das hier, mit dem Riesenflug hinten dran. Aber hier geht's schon richtig ab. Ey, Lecco mio muchacho. So, hier kommt jetzt die Abteilung Nexat. Das sieht gut aus. Ja. Das kann man so in den Chondierfarben konfigurieren lassen, ja? Ja, 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 genau. Oh. Das ist ja hier hast völlig du halt ein Hauptträgerfahrzeug, da ist jetzt die Spritze montiert dann, ne? Klar. Wie viele Meter hat die? Was ist das denn für eine Arbeitsbreite? Das weiß ich auswendig nicht, müsste ich gucken, aber auch um die 50 Meter müsste der, glaube ich, haben. Meine Fahrzeug ist selber von dem A380 hier. Ja. Klappt doch genau so ein. Ist das irre. Das ist doch... Die Spritze hat tatsächlich eine Breite von 40 Metern und fast 19,6 Kubikmeter. Das Krasse ist, der kann halt auf der Stelle wenden, ne? So gut wie auf der Stelle wenden, das ist völlig irre. Wo liegen wir da preislich bei dem? Siebenstellig. Kommt immer darauf an, wie viel Anbaugeräte und so weiter und so fort halt, ne? Oh, das Grundgerät selber dieses kostet jetzt Gerät. So 390.000, 395.000. Oh, darf ich mal kurz gucken, bevor sie da weiterfahren? 1.100 PS und dann halt die einzelnen Geräte für dran. Die Geräte haben natürlich unterschiedlich, ne? Ja, ja, ja. Ich suche gerade mal eins raus im Katalog. Ich frage mich bis heute, wie sich diese Firma finanziert. Das ist hier die Gülle-Spritze, der Gülle-Tank zum Beispiel, der kostet schon 75.000. Bräuchte, so ja. So was in der Richtung, ja. Und was ist denn, aber... Steuer haben wir nicht, die Spritze. Die Spritze brauche ich nicht, Bio. Was ich hier krass finde, ist das mit dem LKW hier. Ein Auflieger, der die Baugeräte zum Feld bringt? Der ist jetzt tatsächlich Sämaschine speziell 63, für den Dreschaufsatz. Hallo, Herr Engineer? Ja, warte. Ich hatte mich gerade hier mit dem... Diese Sämaschine, dieser Auflieger hier, ist der extra dafür da, um diese Komponenten von A nach B zu transportieren? Das ist spitze. Das ist jetzt eine Sämaschine, die du da dran ja, hast? Ja, genau. Da kannst du die irgendwie so speziell hier mit aufladen. Das ist geil. Der also hat ja diese Zylinder und alles dran, genau. Und das ist der LKW, das Kurs, Leute, das wäre doch ein geiles Gerät, glaube ich, für die ostfriesische Marsch. Vierfach, oder? Damit hin und her fahren. Danke, so ein paar Meter mitgemacht. Mit dem LKW. Mit dem LKW, jawohl. Da können Sie zum Feld fahren. Verrückt. Das ist aber ein bisschen breit für zu fahren, so. Er wird noch reingeklappt, ne? Naja. Was fahren? Was ist zu breit? Auf dem, wenn du das Gerät hier auf den LKW stellst, guck dann auf der Seite 2 Meter raus. Aber das ja, man muss auch die passenden Wege dafür haben. Da muss man dann einklappen können irgendwie. Da sind doch Zylinder dran, das kann man bestimmt hochklappen oder was? Ja, würde ich jetzt sagen, ne? Ja. Herr Gene, dann machen wir mal ein Bündel fertig, aber ohne Bereich. Spritze bitte. Ohne Spritze, ja. Ja, ja. Also Sämaschine oder... Achtung, ich senk. Einfach mal gekauft. Aber also ich muss sagen, Herr Ringeler, Sie scheinen der Mann zu sein, der nötigen finanziellen Mittel hat. Ja, über die Jahre häuft sich da was an. Ja. Aber ich also Ringele, Sie waren in der Wirtschaftszeitung. Da war ich nicht nur einmal tatsächlich, ja, das stimmt. Von der Ringele kommt auch gleich die schönen Schlepper beim Pulling. Genau. Ja, jetzt kam mir der Name so bekannt vor. Ja, bin ich nicht. Ja, also das mit dem Nexa, das finde ich wirklich klasse. Also das ist echt eine coole Sache Lukas, hier, muss ich wirklich sagen. Lukas, kannst du ja gleich mal den Dreschaufsatz auch mal aufklappen? Habt ihr den jetzt extra abgehängt? Ja, kann man ihn wechseln. Ja, sehr cool, genau. Schmeiß mal den nochmal dran. Boah, hier, und dann fällt, wie dieses Gerät sich bewegt, ey, das ist einfach völlig verrückt, finde ich. Ja, ist faszinierend, ne? Vor allem ist der gar nicht mal so langsam, ne? Du bist ja eben gerade richtig schön losgepaced. Aber ich glaube, du musst von der anderen Seite rein, oder? Würde ich auch sagen. Nee, du kuppelst praktisch auf der Seite, wo Lukas jetzt anfährt, ran. Und hier vorne kannst halt dementsprechend das Schneidwerk dranhängen. Ach, das ist nicht das Schneidwerk? Nee, das ist nur... Das ist nur der Korntank. Interessant, oder? Ach, haben wir einen, haben wir einen Schneidwerk? Haben wir nicht da, ne? Ach doch, vorne stehen die Drescher, ne? Also gut. So, und da hängen sie jetzt vorne noch das Schneidwerk drin. Ach, leck mich da am Zügli. Das ist krass. Wie viel Volumen hat der in dem Korntank? Weißt du da zufällig? Aber wie dricht der denn das aus? Wo sind denn die ganzen Trommeln und alles?
Die Trommel, da fehlt ja das Schneidwerk im Endeffekt, das zieht es raus und das andere wird innen drin direkt verarbeitet über ein neues Prinzip. Das ist ja verrückt. Das, der Tank hat ein Volumen von 23.600 Liter, also 23,6 Kubik. Ja, krass. Okay. Das ist krass. Ja gut, das Ziel ist halt, du fährst halt alles in derselben Arbeitsbreite, ne? Du kannst mit einer Maschine eigentlich alles machen. Richtig. Ah, das ist der Plan ist von dem Gerät, genau. Gibt's auch mit Kettenaufsatz, das heißt keine Räder, sondern Ketten. Auch cool. Ist auch möglich. 7000 Liter mehr als mein X9. Püsch. Was können wir uns noch angucken hier? Was gibt's noch Schönes? Hier unten sind noch ein paar Geräte gewesen. Hier hinten bei den Höfen. Oh, hier drüben sind noch Traktoren und ja. Dings. Oh, hier die Tiere. Sind das neue Gewächshäuser hier? Oder was hat es mit den Gewächshäusern auf sich? Haben Sie auch was Cooles von Deutz hier? Ja, haben wir auch. Da haben wir vorhin tatsächlich einen gesehen. Habe ich noch nie gesehen in Deutz in der Ausstattung. Der mit den Ketten, ne? Ja, das sah ich wild aus. Der sieht echt gut aus, ja. Können wir uns den mal anschauen? Zugeben. Also ich weiß ja nicht, ob Beppi Lust hat, im Zweifel nochmal eine Kranrundfahrt zu machen. Dafür ist er extra da. Wer will, kann mal hoch. Ach, das habe ich letztens erst bei der Brückensanierung. Kenne ich. Was haben wir hier hinten? Hier hinten ist noch der Forst. Sehr schön. So, weiß nicht, möchte ich mal eine Kranrundfahrt machen hier? Oh, wir haben auch den großen Sennebogen hier, habe ich gerade gesehen. Falls hier Forstleute sind. Wir haben ein ziemlich aktives Forstunternehmen bei uns in Fichtal, ja. Kann mir mal einer was von Deutz hier erklären? Ja, ich komme direkt. Ja Mensch, hier, das geht ja Reihe nach, Guido. Wir sind doch noch gar nicht beim Deutz. Das war hier direkt am Anfang, hier waren wir gestartet. Da wollen Sie denn wissen? Laufen wir jetzt alle zum Deutz. Die sind aber breit, die Ketten auch. So, was gibt's zum Deutz? Ja, das ist ein Deutz mit Ketten. Was hat er denn hier vorne und hinten dran? Was ist das? Hinten ist eine Walze hinter, die ist fürs Traktorpulling da, damit man die Fläche nach dem Zug wieder walzt und gerade zieht. Genau. Weil die Reifen werden ja immer durchdrehen. Und aus Wien, was habe ich gesagt? Ist an der Wassertank dran, die Spitze. Ja, stimmt. Genau, zum Bewässern ist vorne der Tank, weil die Bahn muss immer passende Feuchtigkeit haben, damit auch die Fahrzeuge, die da drauf ziehen, richtig Grip haben. Gibt's ja auch was zu essen, ich hab Hunger. Wir reden gleich. Genau, grundsätzlich haben wir hier letztendlich einen Deutz Serie 7. Hat dementsprechend standardmäßig eine PS-Zahl von 224. Den kannst du dann logischerweise auch aufrüsten. Zum Deutz 7250 TTV Warrior. In dem Fall hätte er dann 263 PS. Ist ein Spezialumbau von einer holländischen Firma, die sich mehr mit der Ernte auf nassen, moorigen Flächen spezialisiert haben. Die bauen zum Beispiel auch Drescher, Häcksler etc. um. Und dementsprechend ist der auch ausstattbar mit dem Bandlaufwerk in verschiedenen Arbeitsbreiten tatsächlich. Und ist eine ganz angenehme Maschine zu fahren und ist ein Hingucker auf jeder Straße. Ja, und theoretisch könnte man sogar noch einen Frontlader anbauen. Genau. Nicht schlecht, cooles Ding. 265 PS in der maximalen Variante. Ist halt ein mittelstarken Traktor, sag ich mal. Ja. Cool, dankeschön. Aber macht was. Kann was. Ja, kann was. Macht was her. So, meine Damen und Herren. Ich möchte einmal ganz kurz zu den Drecher gucken, wenn es geht. Ja, klar. Ich würde auch mal ganz kurz den Drecher angucken. Und es gab noch einen neuen Sendebogen, den hätte ich ganz gerne noch gesehen, wenn das geht. Und da drüben ist noch Grastechnik. Na gut, die Drecher, das sind ja die alten. Gibt es da was ganz Neues gerade aktuell? Das ist Standard. Naja, die ganz neuen noch nicht. Auch den neuen New Holland haben wir noch nicht da. Der kommt erst noch. Oh, der CRF. Ja. Oh. Da freue ich mich drauf, wenn der am Hof steht. Das wäre was, ey. Den hier will ich gern sehen, den CRF. Ja. Ah, da müssen wir. Habe ich erst einmal begrünen. Gesehen auf der Agritechniker. Alter Verwalter. Oh, ja. Was ist denn das für ein Mähwerk? Das sieht ein bisschen aus wie der Samasch, oder? Oh ja. Nee, ist kein Samasch. Nee, der weiß ich, aber das sieht aus wie der Samasch. Ist ja baugleich. Oder bin ich doof? Kongsgilde ist das. Aha. Genau, wir haben hier ein Kongsgilde, haben grundsätzlich eine Arbeitsbreite von 12,3 Meter, Gesamtgewicht von 6,4 Tonnen, deswegen ist es hinten halt auch auf Reifen einfach, ne, bodenschonender und leichter für die Maschine. Genau. Crazy. Genau, haben hinten eine Schwarzzusammenführung, haben einen optionalen Aufbereiter
schwarz zusammenführen kann, links und rechts unabhängig voneinander gesteuert werden. Nee, sieht man nicht häufig, aber ein schönes Gerät. Ja, definitiv. Und auch eher für große Flächen gedacht dann wieder. Ja. Hier, hier. Links vor hinter dir. Wie wird denn das Frontmähwerk angetrieben? Hat wird über die Hydraulik angetrieben vorne. Mhm. Der hat ja die Hydraulikanschlüsse hier vorne. Na, beim 1050 und darüber wird die im Prinzip gesteuert. Der braucht keine Kurbelwelle? Ne. Das sind zwei. Oder hier das Oxbow für Didi. Was für das wäre was, ne? Müssen wir mal ein Angebot machen für die Biogas. Oh. Oha. Oh. Hier so ein direktes Ding hier. Hier vor allem der hier. Das ist halt auch einfach nur hässlich, ne? Bisschen die auf den Hof stellen, sagt er. Dreirad, ja. Was ist der neue Sendebogen? Das ist der Bagger hier, quasi. Ah, okay. Das ist eine große Forstmaschine, die hat über 50 Tonnen. Uff, und was? Die ist gedacht für die Stehendentnahme aus dem Bestand im Prinzip. Der heißt, du kannst bis zu 15 Meter, glaube ich, auslegen. Ist ja verrückt. Und kannst dann halt im Prinzip stehend Bäume entnehmen, ohne die anderen zu beschädigen, wenn du den umkippst. Ja, cool. Und das ist halt sehr interessant, wenn du halt aufforsten willst oder so. Und die Jungbäume, den Jungbestand nicht beschädigen willst, dann kann man mit so Geräten arbeiten, natürlich. Mhm, sehr, sehr cool. Das ist halt schon sehr, sehr angenehm. Und durch das hohe Eigengewicht gibt dir halt dann nicht um, wenn du dann mal einen Baum anhebst in der Länge. Ne? War das nicht auch der, der im Hang arbeiten kann? Der hat auch eine Neigung, genau. Eine Hangausgleich, ne, hat der. Genau. Ich weiß jetzt nicht, ob der auch noch eine Winde dran hat. Ich glaube, ich hatte den auch mal mit einer Winde gesehen im Prospekt. Dass er sich im Prinzip selber halten kann. Aber. Ja. Na gut, also Baby, wir haben eigentlich alles gesehen. Für uns passt. Auf geht's zum Pulling! Achso, Traktor-Pulling, genau, das steht ja auch noch an. Oswin. Ja. Da vorne sind noch LKWs, da müssen wir noch gucken. Hab ich schon. Hast du schon? Ich war schon dort. Hast du schon einen gesehen für uns? Ja, ich guck dir mal den schwarzen Case an, ey, das ist geisteskrank. Also nicht LKW, aber den schwarzen Case, der ist völlig geisteskrank. Das ist ganz andere. Also das ist Endlevel. So, und jetzt Herr Ringele, jetzt pullen Sie hier, oder was? Nee, ich bin doch nicht wahnsinnig. Ich finanziere den ganzen Kram nur. Ich habe das für Sie mitgebracht. Genau, ich würde mal zuhören. Ich habe meinen Mitarbeiter, meinen Kollegen, der macht das aber. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Traktorpulling zu betreiben. Das Ganze ist gesponsert von der Raimund Ringele Racing Association. Das ist quasi der Rennstall und die Transportunternehmen. Da danken wir auch noch schön. Also wer möchte bitte einmal beim Herrn, wo ist er denn? Der rothaarige Seelenlose? Ja, ich stehe vorm Schlepper. Ja, genau, bei dem einmal hingehen. Okay. Also, ja, was muss man denn machen? Also das geht darum, wir haben jetzt hier einen Schlepper, einen Traktorpuller im Endeffekt. Das ist jetzt eine Leistungs-PS-Klasse von 2300 PS. Ui. Der wird jetzt gleich den schwarzen Schlitten, der da hinten ist, einmal hier die 100 Meter über die Bahn ziehen. Und daraufhin kommt drauf an, wie der Bremsfang eingestellt ist und wie die Leistung des Schleppers ist. Okay. Wenn er das packt, dann hat er einen sogenannten Full Pull und dann ist er weiter ins Finale. Der Bremsfang hinten, der hat einen Schlitten, der von hinten sozusagen nach vorne zieht. Dadurch setzt sich mehr Gewicht auf für Kufen. Und man kann halt dementsprechend mehr Gewicht aufarbeiten, was der Trecker ziehen muss. Mhm. Das geht alles von den Meters abhängig, wie er startet im Endeffekt. Wir fangen sozusagen in 0 Meter und je nach 10, 20, 30 Meter geht die Back immer weiter nach vorne. Okay. Ja, dann soll er mal machen hier. Ich würde sagen, Herr Lindner, sind Sie startklar? Können wir den Schlepper anschmeißen? Okay, ja, auf jeden Fall gut. Lass mal die Dinger heulen hier. Ah. So, Bremswagen auch ready. Das hat ja auch einen ganz anderen Klang, ne? Gut. So, dann. Oh ja. Da muss man näher rangehen. Das ist schon laut. Was? Jawohl. Ja. Wie der klingt. Sollen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen beiseite Abstand, gehen? Alle ein bisschen Abstand halten. Am besten hinter der Bande. Ich steig noch aus. Moment, noch nicht losfahren. Warte kurz, ich möchte auf die andere Seite. Valerie, ich komm zu dir. Komm her, Oswin.
Ich bin ich nicht, dass hier was passiert. Jetzt müssen wir das Ding noch nach hinten fahren, oder? Weber, ja, setz erstmal weiter nach vorne, dass wir hier an der Startlinie sind, hier vorne. Aber ich glaube, das wird nichts. Das schaffe ich nicht. Gut, dann gib so Gas. Zieh hoch den Kurbel und dann gib Vollgas. Er muss jetzt aufbauen. Der Schlitten nach hinten, oder nicht? Das wird nichts. Da wird nichts. Oh, das sieht spektakulär aus. Zu schwer eingestellt. Einen Moment mal, wir müssen nochmal die... Nicht, dass der Motor platzt da. Oh, jetzt fährt der Schlitten zurück, Valerie. Guck mal. Brutal. Interessiert, 2300 PS, Mann, Valerie. Das muss Wallungen in dir auslösen. Da vibriert der ganze Körper. Oh, das klingt gut. So, jetzt aber. Da ist mit der Weber raus. Und dann muss ich einmal düksen, gell? Das Rohr ausfahren, dann, wenn ich losfahren. Ja. Ja, gib Gas! Ich würde da oben zuhalten. Okay. Nein, das war. Ja? Doch nicht rausfahren. So, gib mal Gas. Aufklappen! Abkloppen! Alter, jawohl. Verwalter! Boah, leck jetzt euch genau. Am Tückli! Heiliger Bimbam! Junge, zieht er! Das ist ja völlig geisteskrank! Der geht auch bis hinten durch, ey! Wir fetzen die Ohren weg! Komm noch ein bisschen! Auf. Oh, stopp! Oh, ich glaube, das Ende. Wow! War ein guter Punkt. Das war nicht ja geisteskrank. Geht ja auch leicht bergauf, ne? Geisteskrank. So, dann hängen wir mal ab. Jawohl. Wo ist der gute Herr mit der Walze? Bitte sofort drüber walzen, dass die Fläche fertig wird. Und ein bisschen bewässern noch. Lukas, du kannst die anderen noch fahren lassen. Wir haben einen zweiten Beifalls, ne? Das dauert nicht. Sicher? Fahren die dann willst gegen die auflassen? Klar, das kostet doch nichts. Alles gut. Ja gut, also an die Freiwilligen. Wer möchte, der Herr Ringele erlaubt es ihnen, sie dürfen fahren. Komm, ich will dich da drin sehen, mach das. Der kann sich das. Echt jetzt, Valerie? Ja, ich will das sehen. Okay. Ja genau, mach das. Und hier der Guido fährt auch mal eine Runde, ja? Ich würde mich vielleicht doch trauen. Ich weiß nicht, wenn der Engine noch ein paar Geräte hat, die er freigeben möchte, dass man mal sieht, wie so ein normaler Schlepper damit klarkommt. Ja klar, und was soll ich jetzt alles, den hier nehmen oder was? Wir können den gerne nehmen, ja. Das ist unser Zweitgerät. Was ist, wenn da was kaputt geht? Da bin ich aber nicht für verantwortlich. Nein, ich hab's ja freigegeben, dann okay. Macht das meine Werkstatt wäre. Herr Ringele? Ja. Wir können doch gerne ein paar von den Traktoren hier holen, die auf dem Gelände stehen. Ja, dann suchen Sie die raus. Kommen Sie mit. Ich will da nicht überlesen. Die müssen mir doch sagen, dass das hier. Das ist. Ja. Wir haben ja gerade telefoniert. Ja. Ich glaube, der Herr Rosenberg hat was im Besitz, was ich wieder haben möchte. Okay, und was? Das ist erstmal uninteressant. Ich werde versuchen, das an mich zu nehmen. Wenn der mir hinterher eiert. Ja. Hans, dass sie den irgendwie. Keine Ahnung. Fahren uns auch hinterher und schauen, dass sie ihn irgendwie blockieren oder irgendwie. Okay? Ah, okay. Mein Ziel ist es, dass ich es in die Gemeinde schaffe. Okay? Okay. Muss es in die Gemeinde schaffen. Ja. Und wenn wir dann dort sind, dann ruhig abhalten, dass er reingeht. Der soll nicht reingehen. Okay. Okay? Ja. Okay. Gut. Moli geht ab! Oh, der geht aber gut weg. Oh, der bricht aus. Valerie, guck mich, das Ding beherrscht. Das ist der Ritt auf der Kanonenkugel. Du musst den Schlitten aktivieren. Du musst den Schlitten aktivieren. Was ist denn mit dir? Ich muss überhaupt nichts machen, Valerie. Guck mal, ich fahr hier hinten durch. Bist ganz hinter, Valerie. Das sieht gut aus. Das Ding, voll toll. Gleich. Das ist viel zu weit. Stopp. Hilfe. Gas weg. Nee, haben Sie noch nie einen Trecker gefahren, dass Sie nicht mal wissen, dass Sie Gas wegnehmen müssen? Ja, Entschuldigung, meine Trecker haben nicht über 2000 PS. Joris, mach mal eine neue Strecke, okay? Wir müssen das nochmal machen. Mit das geht nicht. Da naja, mal sofort, wenn der Bremswagen hinten ist. Ja. Valerie, wo ist sie denn? Hinter dir. Pass mal auf meine Brust. Oh, guck mal, wie mein Herz puppert. Uiuiui. Das sieht mal nochmal, Lukas, so mit richtig, ne? Aus. Oh. Ja. War das sexy, also wie ich den hier hinhergezogen habe? Also, ja, der Traktor sah gut aus, ja.
Auf jeden Fall, ey. Ich hab den beherrscht. Hast du den gesehen, wie ich den beherrscht hab? Ey, der wollte mit mir machen, aber ich hab gesagt, nee, ich bin der Chef. Ja. Hab dir gezeigt, wo der Hammer hängt. Ja, Pech, wollt du auch mal. Ja. Aber diesmal mit Schlitten noch runter. Jetzt kriegt krieg vielleicht einen Gewinner-Kussi? Auf die spät. Die Wange? Nicht jetzt, später. Ja, ich wollte nur fragen, ne? So, wer fährt jetzt? Der Pech! Na dann viel Glück! Ja, danke. Der Pech, haben Sie noch einen Helm, den Sie aufsetzen könnten? Für Ihre Sicherheit? Hab ich zufällig nicht mitgenommen. Vielleicht kann der Herr Rosenberg sein hergeben. Ja. Ich habe hier mal noch zwei Standardtraktoren aufgestellt. Okay, super. Dann können wir mal gucken, wie die sich machen. Genau. Yeah, nimm. Und ich glaube, die Jungs haben auch schon den Quadrak da drüben parat gestellt, den schwarzen. Also ich weiß nicht, ob wir noch ein paar Freiwillige finden, sonst würde ich sagen, als der Feier des Tages bekommt der Gewinner 15.000 Euro. Der ich stehe im Quadrak bereit, ich stehe im Quadrak bereit. Nein, die Preisgelder werden nur auf den John Deere Puller gemacht. Wir müssen den Schlitten aktivieren mit diesem X da vorne. Sehen Sie das, wenn Sie losfahren? Mit dem X den Schlitten aktivieren. Okay. Genau, so wie ich es gemacht habe. Sie haben es falsch gemacht. Ja, das war der Schlitten. Oh, Entschuldigung, ich habe da nie mein Leben mit dem Pull gemacht. Betrüger. Und dann muss mir da einer sein, dass der bei nächsten Jungen den Schlitten aktivieren muss. Und wann ist Start? Sind Sie soweit? Ich bin soweit, ja. Dann auf die Brandziele, los! Oh, oh, oh. Das sieht gut aus, Ja, Guido, zieh durch. Ich versuche es. Ja, komm mal weiter. Boah. Super, gib alles. Komm schon. Der schafft es bis hinten hin. Meinst du? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube nicht. Ach, komm. Ich glaube, der buddelt sich gerade ein. Ich auch, ey. Ja, noch gehen vorwärts, noch gehen. Guck mal, was da für eine Rauchwolke rauskommt, Alter. Das ist doch mega. Ey, der verbrennt 5 Liter in der Sekunde. Boah, ey. Biodiesel. Ja. Einmal schlachten, 20 Liter Kanister weg. Das ist völlig irre. Boah, der geht immer noch. Ja, geht alles. Der geht immer noch. Echt jetzt? Ja. Mit dem Sprit, den du rausbläst, kann ich das ganze Jahr arbeiten. Ohne Witze. Das wird cool. Meint ihr? Ja, sieht gut aus. Also, erster Platz 15, zweiter 10, dritter 5. Wenn wir noch einen dritten finden. Ich brauch das Geld raus aus den Schulden. Ich stehe schon bereit. Das war's. Echt jetzt? Das war's? Ist schon? Nee, es geht noch. Okay. Nee, ich glaube, nee, der Herr Weber, Sie müssen sagen. Ja, Dino, du machst ihn kaputt. Ich würde ich auch sagen. Jetzt ist vorbei. Das einmal bitte Maß nehmen. Rosenberg. Herr Engine. Eduard. Kommen Sie mit. Bleibst du mal bitte hier auf der Höhe des Hinterreifens stehen? Ja. Danke. Ich warte dann hier auf den nächsten, ja? Ja. Oh, Satan, der ist heiß. Gucken, der ist heiß. Hinkommen. Ja. Haben wir denn noch einen weiteren, der mal probieren möchte? Also ich stehe schon bereit. Sehr gut. Das Problem, was ich habe, ja? Das haben Sie wirklich. Ist, dass ich diesen Stick haben möchte. Ah. So schnell ist möglich. Hm. Ja, Herr Lonsinger, wie soll ich Ihnen erklären? Ich habe sie in der Hand. Sind Sie sich da sicher? Ich bin ganz sicher, ich habe 8000 Kopien davon gemacht. 8000 Sticks auf der ganzen Welt verteilt. Ist das so? Und wenn Sie mir irgendwas antun, dann werde ich Sie... So intelligent schätze ich Sie gar nicht ein. Okay, das war jetzt gemein. Richtig. Aber, Herr Lonsinger... Jetzt pass mal auf! Ja? Du weißt überhaupt nicht, wen du dich anlegst. Hast du mich verstanden? Ich will mich auch gar nicht mit Ihnen anlegen. Gib mir den Scheißstick. Jetzt. Herr Lonsinger, ich will mich gar nicht mit Ihnen anlegen. Gib mir den Scheißstick. Haben Sie... Haben Sie meinen Führerschein dabei? Nein. Krieg ich meinen Führerschein gib wieder? Gib mir den Stick und ich gebe dir den Führerschein wieder. Sicher? Jetzt.
Boah. Boah, Herr Lonsinger, ich habe da ein unwohles Gefühl, ey, dabei, ganz ehrlich. Dich. Boah, dass sie auch immer gleich immer mit ihren Drohnen und so weiter, ey. Ja, du weißt nicht, wie du dich anlegst, bitte. Ja, ich, wissen Sie was, ich, Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ganz ehrlich. Ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Wo ist der Stick? Ja, der ist hier drin. Wo? Im Moped. Da, oder was? In dem Sitz. Gut, danke. Wir sehen uns. Oh, Herr Lunziger, jetzt hauen Sie doch nicht einfach ab. Herr Lunziger! Stehen bleiben! Nee, bleiben! Bleib hier, nee, ey! Steig auf! Nee, warte mal! Ich muss dich was fragen! Bleib mal stehen! Ja, frag mich! Nein! Willst du deinen Helm wieder haben? Ich hatte den doch noch die ganze Zeit! Den kannst du behalten! Wieso denn? Das ist der Lunziger, der hat mich beklaut! Ach, glaub ich nicht! Der hat mich beklaut! Guido! Was hat er dir denn geklaut? Vorne unterm Sitz liegt eine Langwaffe! Was? Da liegt eine Langwaffe! Nein, ich kann nicht! Mit einem 15er Scope drauf! Das geht nicht. Nein. Warte, ich muss blinken. War nicht so bleib schnell. Lonziger, bleib stehen. Das geht nicht. Der hat mich beklaut. Nein. Der hat mich beklaut. Der hat mich mit Drohne beklaut. Du kannst dir nicht vorstellen, was für eine miese Ratte das ist. Ach, glaube ich nicht. Ich habe was gefunden. Was denn? Der ist hochkriminell. Scheiße, wer ruft denn jetzt an? Hier, scheiße, geh mal ans Telefon. Hallo, bisschen windig hier. Ja, was ist denn? Was? Guido, warum hast du denn das Telefon von Oswin in deiner Hand? Weil ich verstehe dich ganz schlecht. Wer ist denn das? Das ist hier dieser Fiete, glaube ich. Nachdem wir sind auf einer Verfolgungsjagd. Okay, wir sind auf einer Verfolgungsjagd. Wir können gerade nicht. Ihr müsst Pulling machen. Ihr müsst zurückkommen. Nachdem mal der Stick unterm Sitz ist verschwunden. Was für ein Stick? Mensch, sag dem das einfach. Okay, der Stick unterm Sitz ist verschwunden. Scheiße, wer war am Motorrad? Wo muss ich hin? Ich weiß nicht, wir fahren hier. Oh. Wo fährt er denn hin? Mach das nicht. War das der Lonziger? Nee, wir wurden gerade überholt von ihm, so einem schwarzen Mann. Keine Ahnung, wie das bin. Ja, warte mal, das war der doch. Nee, der fährt doch da vorne rechts. Oh, das gibt eine schöne Scheiße. Ohne Witz, was ist das denn? Lonziger, bleib stehen, du Sau. Gott sei Dank habe ich einen Helm auf. Ganz bestimmt nicht. Bleib stehen, Lonziger. Nein. Ich zeig dich an! Lonziger, pass auf! Das wird nix! Ich zeig dich an! Lonziger! Das wird nix! Wieso? Der ist viel schneller! Was ist denn auf dem Stick? Ich hab Fietje gesagt, der soll dein... Gott sei Dank hab ich einen Aufzug! Ich hab fast die Endewolle genommen. Oh, Scheiße! Da hätten wir aber drin gesessen. Bist du fit? Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Weiter geht's. Ich hol ihn ein. Schnapp mir den. Hast du dein Taschenmesser mit? Wenn ich neben ihm bin, zerstichst du die Welle, fahren in den Reifen. Nee. Doch. Nee. Boah, ich komm da nicht hinterher, ich raste aus. Du musst langsamer werden, wenn dir was passiert. Bei dir passiert nichts, vertrau mir. Warte, ich mach mal einen Blick an. Ja, hier fühle ich mich gleich schon ein bisschen sicherer. Oh, der vorne, guck mal, der macht ein Rennen mit dem da. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Wer ist denn da der Rote mit der Ohren? Ja, weiß ich nicht. Das Papi, der macht Ausflug mit so einem VW-Passat. Das Ding ist so schwammig bei der Geschwindigkeit. Oh, durch die Ortschaft, ey. Siehst du, das soll ein Polizist sein. Der ist völlig, der hat eine Macke, der ist nicht ganz sauber. Oder die Karre, der ist in der Gemeinde, der hat die Karre angesetzt. Okay. Der ist in die Gemeinde rein. Rein da, Guido. Ich muss dich aufhalten. Warum? Es tut mir leid. Ich kann dich da nicht reinlassen. Das geht nicht. Ich denke dir, ja. Das geht nicht. Ich kann dich nicht reinlassen. Schwein. Es tut mir leid. Du hast mein Held. Du hast mich nur benutzt und missbraucht. Ich kann dich nicht hier reinlassen. Guido? Ja. Hinter dir. Was denn? Ach du Scheiße. Hier, geh rein. Guido, was ist denn hier los? Ich weiß nicht. Guido, der hat doch jetzt nicht das Ding hier abgefackelt. Hat er jetzt hier Brand gemacht oder was in der Gemeinde? Ich hab keine Ahnung. Guido, wir müssen die Feuerwehr rufen. Ja, müssen wir wirklich. Guido, ey, wer bist du denn? Kommt der denn her? Weiß ich nicht, aber guckt. Peppi, geh da nicht rein, okay? Nein! Da ist alles voll auf. Peppi, nein! Peppi, geh hol den! Nein!
Baby! Ich bin du! Ey, wir müssen die Feuerwehr alarmieren! Lustige! Alarm! Wir müssen die Feuerwehr alarmieren! Komm mit! Okay. Ich bin der Feuerwehr! Wieso versperrst du mir den Weg, du Idiot? Er hat mich in der Hand! Ich konnte nichts dafür! Ich musste das tun! Wie hat dich in der Hand? Der Lonzinger! Boah, was hat der bei dir auch? Ja. Ey, das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Hast du den Helm noch auf? Nee, den habe ich gerade abgesetzt und noch vor der Tür gelegt. Sieht man gar nicht. Sag das doch Scheiße. Nicht. Oh Mann, ey, ich Woher? Kann da nicht jetzt einfach hier rein oder in die Feuerwehr, ganz ehrlich. Ja. Bist du auch in der Feuerwehr? Ja, in Rehbach. In Rehbach? Ja. In der Freiwilligen? Ja. Okay, alles klar, ich bin Fichter in der Freiwilligen. Scheiße. Okay. Was ist da denn? Bombenalarm? Oh Gott, jetzt krieg ich Gänsehaut, jetzt geht hier richtig die Rinde los. Vielleicht sollten wir aber doch auf ein, zwei Kollegen warten. Guck mal, hier ist schon einer. Da ist schon einer. Ey! Hallo? Hören die uns hier nicht? Ich weiß nicht. Hallo? Habt ihr Ahnung von Feuerwehr? Ja. Ja, wir sind der Freiwilligen Feuerwehr. Ja, dann in den Klamotten anziehen. Ja, komm mit, Kino. Ja. Scheiße. Oh, nee, ey. Eduard, fahr du mal talerisch in die Drehleiter. Hier so ein Ding noch. Schuhe an. Feuerwehr anziehen. So, oh, Helm auf und los. Wo so, wir welche Autos sind jetzt alle besetzt? Alle Drehleiter. Ich nehme alle Autos mit. Scheiße. Habt ihr? Oh, die Sirene, die Gemeinde brennt übrigens. So, HLF los, DLF auch los, Drehleiter auch schon mal los. Die restlichen Fahrzeuge warten, bis ein bisschen Nachschub kommt. Abfahrt. Boah, krass, Alter. Ey, fahr los! Alef, los! Ey, fahr! Lass mich dann fahren, steig aus! Hallo? Ist der gefahren, Guido? Ja, der fährt jetzt, los! Was ist das für, wer sitzt neben dir? Weiß ich nicht, der spricht nicht mit mir! Ja, der hat keinen Mund zum Reden, Mann! Ich weiß es nicht! Lass ihn doch, der konzentriert sich nur. Okay. Möchte ich mal sehen, wenn du so ein großes Ding fährst. Ja, das bin stimmt ich schon. Ach du. Von dir höre ich immer nur. Mit mir! Alter Vater, ey. Oh je. So. Ja? Oh, guck mal, Rosenberg, der spritzt hier schon. Drei Leute direkt unter Artenschutz ins Gebäude rein. Personensuche. Ich wollte gerade sagen, da sind Personen drin, Nutzerinfo. Zwei Stück. Ja, dann, Herr Rosenberg, sofort rein, Artenschutz anlegen. Ja, wann sie? Herr Pech, ist sie auch artenschutztauglich, dann auch. Sofort Artenschutz anlegen und rein da. Jo. Brauch eine Wasserversorgung für die Drehleiter, Lukas. Ja, komm, übernehme ich. Rosenberg, komm, wir gehen rein. Wo bist Galle? Du? Ja, ich bin schon das zweite hier, Rohr. Wo bist du? Hier, an der Tür. Von außen löschen. Kann ich hoch rein. Peppi! Wo ist Peppi? Der ist gerade aus dem Buckel ran. Peppi! Peppi! Lonzinger! Scheiße, hier sind 12 Millionen Räume. Was sag ich Mach hier. Vorsichtig, da ist Feuer überall. Ja. Lukas, Wassermarsch für die Drehleiter. Jo, Wassermarsch, Wasser kommt. Alles klar. Angriffsruf von Einsatzleitung kommen. Hier ist keiner. Setz die Pylonen aus. Wir sind im Gebäude, wir finden niemand und der Weg hier ist durchs Feuer versperrt. Dann Feuer anfangen zu löschen und weiter suchen. Brandherd immer ablöschen, Feuer. Guck, das soll schon mit reingehen, oder? Ja, wenn du kannst, geh mit rein. Ja, nimm zweites Truppmitglied mit rein. Nimm Kalle mit. Entschuldigung, aber sie müssen woanders rumfahren. Kalle, komm mal mit rein. Mit rein. Die Räume alle durchsucht? Ja, nee, da nicht. Baby? Nee, hier ist er nicht. Ich geh links die Räume, ja? Jo, ich rechts. Hier ist keiner. Wassertrupp von Einsatzleitung kommen. Lass die Türen offen, wo du drin warst. Jo. Wassertrupp von Einsatzleitung kommen. Komm. Versuchen Sie mal eine Möglichkeit ins zweite OG zu kommen und da gucken, ob das Feuer sich ins zweite OG ausgebreitet hat. Kommen. Ja, wir gehen ins zweite OG und gucken, ob da die Feuer sich weiter ausgebreitet hat. Verstanden. Keiner. Kalle hinterherkommen.
Ja. Wasserversorgung für Drehleiter steht. Perfekt. Wo fällt denn da durch? Oh mein Gott, was war das? War da einer? Eine Explosion! Die Luft hat eine Entscheidung gehört. Es gab eine Explosion. Ja, ist wahrgenommen. Wenn es zu gefährlich ist, sofort bitte raus aus dem Gebäude. Es gab eine zweite Explosion. Raus aus dem Gebäude, sofort raus aus dem Gebäude. Kann er mitkommen? Lauf! Boah. Mein Gott, ist das heiß. Wassertrupp ist draußen. Ja, das Feuer breitet sich auch langsam nach oben aus. Von wir machen nur noch einen Löschangriff von außen. Ja. Okay. Moin, Karl Kolunder, mein Name, von der Waldstättener Tageszeitung. Wer kann mir erzählen, was hier passiert ist? Bitte weg hier. Jetzt gar nichts, bitte gehen Sie noch zurück, wir sind noch am Arbeiten. Ja, hallo, meine Herren, hier ist Pressefreiheit. Bevor ich nicht meinen Artikel habe, passiert hier gar nichts. Entschuldigen Sie, Sir, Sie sehen ja, dass wir mit in die Löcharbeiten sind und da befinden sich auch eine Person drin. Jetzt gehen Sie doch mal bitte einen Schritt zurück und behindern Sie hier nicht die Einsatzkräfte. Echt? Das ist, oh Gott, kann ich hier Fotos machen? Entschuldigung, hallo? Bleiben Sie mal stehen. Okay. So, ja, das ist der gute. Oh, die Flammen sind zurück. Weiter löschen von außen, bitte weiter Strahlrohre reinhalten. Von außen weiter ablöschen. Da ist gerade wieder was explodiert. Ja, von außen Strahlrohr reinhalten. Angriffstrupp, das heißt Oswin und Guido von linke Seite in den Gebäude reinhalten, den Wassertrupp rechte Seite ins Gebäude reinhalten. Oh, hier oben ist ein guter Blick hier drüben. Oh Gott. Wasser rechte Seite steht. Soll hier aus dem Dach Flammen kommen? Das ist ein super Bild hier durch die Leiter. Kann mir mal jemand den Kerl da oben runterholen, verdammt nochmal. Oh, das ist das perfekte. Oh, der Schnappschuss. Da brennt ja einiges. Angriffstrupp, wie ist die Lage bei Ihnen auf der linken Seite? Was mit dir? Runter jetzt. Hier hast du auf der linken Seite, wir löschen per. So, und jetzt per. Zielleine. Ist ja gut, Junge, entspann dich. Monitor? Wir löschen per Monitor, aber das Feuer ist schon bis aufs Dach vorgedrungen. Das gesamte Dach, die Terrasse oben steht schon in Flammen. Ja. Gut, weiter ablöschen. Versucht auch sonst durch die Fenster durch ins Gebäude reinzulöschen. Ja. Nimmt eine B-Leitung, Verteiler, C vom HLF und legt euch eine Schlauch so sehr wieder. Was ist denn hier los? Lukas, ich versetze die Drehleiter mal. Ja, verstanden. Also ich weiß ja nicht, ist euch bewusst, dass es auf der Rückseite auch brennt? Oh Junge, geh weg, sonst... Ja, dann sage ich euch nicht, halt nicht, dass auf der Rückseite Autos brennen. Auf der Rückseite auf der Rückseite, auf dem Parkplatz brennen Fahrzeuge, ja, habe ich gerade gesehen. Lösche durch Fronteingang. Oh, ja, Mann, perfekt. Boah, wie sich das ausbreitet, wenn die jetzt schon auf Autos draufgehen. Geh einmal hinten ums Gebäude rum. Jo. Zweiter HLF, rückseitig ranfahren, zu Wasserversorgung, Drehleiter und Brandbekämpfung PKW einleiten, bitte. Scheiße. Oh mein Gott, hier draußen brennt wirklich alles. Kriegst du das vielleicht mit einem Feuerlöscher gelöscht? Nee. Oh mein Gott, schon wieder Oswin. Explosion. Schon wieder. Oswin. Komm mal weg, Oswin. Die explodieren doch bestimmt. Eduard, löscht du weiter von hier vorne? Auch von hier ist, oh, mit der Feuerwehr, das ist ein schöner Schnappschuss. Haben wir noch ein Fahrzeug mit Monitor? Ja, ich baue gerade auf. Uiuiui, ist das schön. Oben das Feuer ist gelöscht. Auf der Terrasse. Oh Gott. Ja, unten wird weniger. Angriffstrupp von Einsatzleitung, komm. Was wieder seid ihr übrigens? Haupteingang, kommen. Wie sieht die Lage bei Ihnen auf der linken Seite aus? Das Feuer ist soweit gelöscht. Also oben die Terrasse ist keine Brände mehr sichtbar und auf dem Parkplatz die Fahrzeuge konnten wir auch ablöschen. Gut, Angriffstrupp, Wassertrupp, bitte vorne wieder zum Eingangsbereich herkommen, einmal Atemschutz wieder anlegen und weiter rein zur Personensuche. Ja. Oh, junge okay. Dame, wollen Sie sich mal vor das verbrannte Gebäude stellen? So hübsche Frauen wollen meine Leser sehen. Kann Sie, wissen? Sie nicht eigentlich? Das ist ein guter Zeitungsartikel. Haben Sie gar keinen Anstand? Atemschutz anlegen. So. Nee, für einen guten Artikel ist mir nichts zu teuer. Ich zeige Ihnen später was, worüber Sie schreiben können, okay? Aber jetzt lassen Sie die Leute hier arbeiten. Angst auf Wasser, komm rein, Personensuche. Ist Rosenberg schon da? Ja, ich lösche ihn euch weiter. Ja, komm rein. Ihr geht rechts rum, wir gehen links rum. Links haben wir schon alles durchsucht. Ja, wir gucken trotzdem nochmal. Okay, sollten wir vielleicht auch in die anderen Etagen vorgehen? Ja. Ja, komplett einmal bis nach oben hindurch. Bempi! Scheiße, wo ist denn der? Fahrstuhl würde ich vielleicht nicht nutzen. Warum denn nicht? Im Brandfall soll man die, glaube ich, nicht benutzen. Aber es brennt doch gar nicht mehr. Oh, Kalle. Hier ist nichts mehr. Boah, kann mal einer diese Sirene... Oh, ich...
Okay, neuer Versuch. Jetzt. Oh, traumhaft. Baby? Baby? Angriffsruf von Einsatzleitung. Ich wäre blöde. Scheiße, ey. Angriffsruf von Einsatzleitung. Ja? Ja, haben Sie schon eine Lage für mich? Ja, also wir sind jetzt bis ganz oben vorgedrungen. Die mittlere Etage ist noch nicht durchsucht. Das Erdgeschoss und das Dachgeschoss, keine Person gefunden bis jetzt. Verstanden. Wasserdruck von Einsatzleitung. Komm. Ja, wie ist bei Ihnen die Lage? Ich bin jetzt gerade noch umgegangen, gehen aber jetzt gleich nochmal runter. Ich bin jetzt in der mittleren Etage. Ja. Wo bist denn du? Hinten links in der Ecke. Büro des Bürgermeisters. Oh, was ich hier Zeit verbracht habe. Wieso? Aber hier ist keiner mehr. Wo ist der denn? Die sind beide hier reingerannt. Habt ihr hier die ganzen Räume schon durchsucht? Nee, noch gar nicht. Am besten die Türen immer offen lassen. Ja, Türen bleiben offen. Oh Mann, der ist nirgendwo. Ich flipp aus, ey. Wie schnell kann man verbrennen, dass nichts mehr übrig ist? Sag mal, kann mir mal jemand den neuen Pressefuzzi da rausholen? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ist der hier rein? Nee, er ist jetzt wieder draußen. Einsatzleitung von Wasserdruck kommt. Einsatzleitung hört. Person gefunden. Wo? Im Konferenzraum. Alle sofort aus dem Gebäude raus. Hier bilden sich Risse von außen. Alle sofort aus dem Gebäude raus. Hier bilden sich Risse von außen. Wo? Ihr Gebäude wird einschutzgefährdet sein. Alle sofort raus. Wer? Was ist denn mit den Verletzten? Die gelten des Weiteren jetzt als nochmal als vermisst, wenn sie bislang keine gefunden haben. Wir haben das alle sind raus. Das war eine Puppe oder was war das, Anton? Ich konnte sich genau identifizieren. Hat die jetzt da drin liegen lassen oder was? War die Puppe, war das bestimmt, Anton, oder? Das war der Konferenzraum, da standen ja immer die Puppen drin, oder? Da standen immer die Puppen drin. Okay, da war da die Puppe. Boah, macht ja mit so ein, ey, ganz ehrlich, ja, Leute, ey, ich könnte doch nicht machen, ey. Was macht denn der auf dem Feuerwehrauto? Wer? Oh, wenn der jetzt da gleich runterkommt. Junge, wenn du da jetzt runterkommst, Junge, ich reiß dich da runter. Schieß ihn doch mal mit dem Monitor da weg. Ich brauch Bilder, mein Gott, ist doch okay. Ja, du kannst gleich genug Bilder machen. Wenn so. Du jetzt in den schwedischen Gardinen bist. So, wir haben jetzt hier erstmal keinen weiteren Zugang zum Gebäude. Es bilden sich Risse, ist einschutzgefährdet. Wo ist der jetzt hier mit dem Auto? Also keiner geht da jetzt durch. Entschuldigung, fahren Sie bitte mal woanders durch. Hier wird gerade ein Brand gelöscht. Hallo. Was ist mit dem Person? Hey. Frech. Was mit der Person? Das, was Anton gesehen hat, das war eine Puppe, die im Konferenzraum war. Ansonsten die Personen drin sind, die gelten weiter als vermisst und können erst weitergesucht werden, wenn das Gebäude gesichert ist. Junge Dame, würden Sie mal bitte hinter das Feuerwehrauto gehen? Oh, Entschuldigung. Lukas, wie gehen wir jetzt weiter vor? So, meine lieben Freunde, das war die 500. Folge. Am Anfang nicht viel gesagt, ich weiß mal das Ding, aber ja, weiß da nicht so recht, was ich sagen soll. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, in dem Sinne, lasst euch überraschen, was noch so alles passiert. Ich hoffe, die XXL-Folgen hat euch gefallen. Und in dem Sinne wünschen wir euch einen schönen Abend oder morgen oder Mittag, auch wann ihr immer das Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein!